Hallöchen zusammen. Heute mal auf die Minute pünktlich, sogar überpünktlich. 59, wow, eine Minute zu früh. Pünktlichkeit kennt keine Grenzen. Hallo zusammen. Wie geht's? Was geht? Tag alle miteinander. Hi Gromdorn, Wuki, Andi, Vello und alle, die schon da sind. Hi. So. Hey, Jizzy. So. So. So nämlich. Oh, wie geht's euch? Ja, was passiert? Etwas Schönes passiert. Shade 66771 ist jetzt ein Birdrider. Shade, hey, vielen, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Freut mich sehr. Hi, ein paar Girl. Mein Gewitter, Holy Ice Tea und ich sind bereit. Sehr gut. Ich habe mich jetzt auch wirklich ohne Witz den ganzen Tag schon auf meinen Holy Energy Drink gefreut. Ich trinke ja höchstens immer einen am Tag. Normalerweise ist das immer so nachmittags, wo ich so ein bisschen down habe. Aber wenn ich streamen muss, dann hebe ich mir den immer für den Stream auf. Und, yeah. Yeah. Sehr gut. Gepimpter? Was meinst du mit gepimpter? Den Eistee? Ne, das ist ein normaler. Das ist ein normaler Holy Eistee. Ohne, nicht Eistee. Energy Drink. Ohne irgendwas. Heute spielen wir Outbreak. Resident Evil Outbreak. Ich bin ohne Witz ein bisschen nervös, weil ich tatsächlich das noch nie gespielt habe und, oder beziehungsweise stimmt nicht ganz, ich habe schon mal ein bisschen reingespielt, aber ich habe das als relativ stressig und gar nicht so einfach empfunden und ich, oh, naja, schauen wir mal, werden wir schon hinkriegen. Warst du am Freitag eigentlich noch auf der Messe unterwegs? Auf der Gamescom? Ja, also jetzt pass auf, im Grunde war ich quasi nur, kann man sagen, Mittwoch wirklich den ganzen Tag von morgens bis abends auf der Messe. Ansonsten war ich meistens immer nur vormittags und bin dann nachmittags sind wir dann schon wieder abgehauen. Beziehungsweise samstags war ich dann wirklich nur so von, weiß ich nicht mehr genau. Wann war mein Bethesda-Auftritt? Um 16 Uhr, glaube ich, oder um 4? Ich glaube so von 12 bis 4. Aber da hing ich eigentlich auch die ganze Zeit nur im Bethesda-Bereich, im Microsoft-Bereich rum. Microsoft voll crazy auf der Gamescom, oder? Eine halbe Halle einfach irgendwie für. Wie viel waren es? Wir haben es mal ausgerechnet von den Zahlen, die wir so gehört haben. Ne? Ich glaube, 8 Millionen? 8 Millionen, glaube ich, alleine die Miete für die Ausstellungsfläche. Was, easy das Doppelte für Personal und Aufbau. Ja, Microsoft hat's halt, ne? Ich habe in meinen Holy Fake Calippo reingetan. Ich weiß nicht, was Calippo ist. Ist das Alkohol oder sowas? Ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich darüber reden darf. Aber nicht beim Energy, sondern beim Eistee. Nicht beim Energy. Nicht Koffein und Alkohol mischen. Das ist meistens, kann ich nicht empfehlen. Aber ein Eistee mit Schuss oder so, ne? Könnte ich mir auch vorstellen. Na gut. Also Outbreak. Wir schauen uns jetzt einfach mal an, ne? Ich bin gespannt. Let's go. Ein Eistee ist doch auch ein wenig Koffein drin. Vello, ohne Witz, ich kann es dir jetzt bei Holy nicht mal sagen, weil die haben Schwarztee-Eistees und das stimmt schon, dass in Schwarztee normalerweise ein bisschen Koffein drin ist, ne? Deswegen könnte ich dir jetzt nicht mal sagen, ob jetzt die Eistees von Holy 100%ig koffeinfrei sind. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Aber ich werde das mal investigieren bis zum nächsten Stream. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich gehe davon aus, eher nicht. Aber ich kann es euch jetzt gerade wirklich gar nicht sagen. Outbreak nimmt dich halt nicht an die Hand, wirst reingeworfen und dann musst du halt schauen, wie du klarkommst. Na, dann schauen wir mal, wie ich klarkomme. Ich hoffe es. Eieieiei. Okay, Videomodus ändern. PAL oder. Also, ich glaube, wir hätten gerne den PAL-Modus, aber. Machen wir mal PAL 50 Hertz, oder? Wie komme ich hier wieder raus?
Nein, Hilfe! Achso, aber warte mal, wir könnten hier wirklich was machen. Okay, ich will einfach das Spiel jetzt starten. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor Einstellungen. Einfach nur das Spiel starten, bitte. Wartet mal ganz kurz. Lass mich noch mal was nachschauen. Okay, passt schon. Gut. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich meine, das stimmt, ne? Die klassischen Resident Evils haben einen natürlich alle immer so ein bisschen unvorbereitet reingeworfen. Stellen wir mal auf Deutsch. Ich weiß natürlich nicht, ob das Spiel jetzt auf Deutsch geschnitten ist. Das gab es ja früher öfter bei Spielen, was ich super spannend finde, dass tatsächlich die... Es erhob sich ein Gepolter hinter mir. Naja, dass tatsächlich die deutsche Sprachauswahl geschnitten war, was ich super witzig finde. Und wenn man das Spiel in den Optionen auf Englisch gestellt hat, war es umgeschnitten. Bei Hybrid Heaven war es zum Beispiel so. Einem basically GTA-Vorgänger, wenn man so will. Also 3D-GTA-Vorgänger. Aber ja, schauen wir mal. Wieso konnte man vorher Deutsch einstellen und hier muss man es nochmal einstellen? Irgendwie war dieses Deutsch-Einstellen vorher scheinbar nur für dieses kleine Menü, wo ich die Framerate irgendwie hätte einstellen können, oder? Na gut, spielen! Oder Figurenprotokolle, muss man die erst freischalten, oder? Ach so, Figurenprotokolle ist meine Statistik. Okay, gut. Hey, ich finde das so verwirrend, dass hier Dreieck zurück ist und nicht Kreis. Wer zur Hölle hat sich das einfallen lassen? Unverschämtheit. Ich schätze mal, die Sammlung ist auch noch leer. Ladevorgang läuft. Oh, da haben wir schon was. Guck mal. Ah, da haben wir schon unsere Hauptfiguren, glaube ich. Nee. Ah, ich kann die hier kaufen für Punkte. Guckt. Leute, ohne Scheiß, ich habe schon wieder was gelernt. Ich wusste das nämlich nicht, dass es hier schon so ein Punkte... Freikaufmenü gab. Das kennt man ja auch aus den modernen Resident Evils seit dem Resident Evil 2 Remake wieder sehr stark. Oder schon seit 7 eigentlich, ne? Ich glaube, 7 hatte, glaube ich, auch schon so ein Bonussystem. 8 auf jeden Fall. Aha, und hier also auch schon. Interessant. Das ist interessant. So rein historisch. Von der Geschichte von Resident Evil her finde ich das immer spannend. Wie viele Elemente aus älteren Spielen, teilweise Spin-Offs, teilweise bizarren Spin-Offs wie Gaiden und sowas, wie viele Elemente dann doch wieder aufgegriffen wurden und neu verwurstet wurden. Outbreak! Okay, ist ja schon gut, Mann. Ihr sagt mir wieder wegen Lautstärke Bescheid und sowas, ne? Ja, kümmere ich mich dann drum, wenn es soweit ist. Wenn es zu laut sein sollte, sagt mir Bescheid. Beim wievielten von wie vielen Teilen sind wir jetzt? Beim wievielten von wie vielen? Das ist eine schöne Frage. Jetzt passt mal auf, da schauen wir kurz. Ob wir schon Halbzeit haben? Ich glaube nicht. Wobei, wir am Anfang waren schon sehr viele weirde Spin-Offs. Das lässt nach hinten ein bisschen. Aber gucken wir mal, beim wievielten von wie viel wir jetzt sind. Wir sind... Nein, das ist die falsche... Hier hat Wikipedia so eine schöne Liste. Es sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Spiele. Einen davon kann ich leider nicht spielen, weil in Deutschland indiziert ist. Und ich glaube... Deadly Silence, das DS-Remake vom ersten, das spielen wir, glaube ich, nicht nochmal, weil das ist basically einfach der erste nochmal. Schauen wir mal, vielleicht als Bonus. Aber sagen wir mal, wir spielen 28 von den 30. Da sind jetzt sowas wie Rebirth und Resistance auch mitgezählt. Aber gut, okay. Und wir sind jetzt bei Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, wir sind erst bei 11 von 28. Also nach lange nicht Halbzeit.
Noch lange nicht. 11, 12, 13, 14. Aha, okay, okay. Ja. Nach Resident Evil 4 ist Halbzeit. Also wir haben jetzt noch Outbreak, Outbreak 2 und 4 und dann sind wir gerade mal bei der Hälfte. Na, haben wir noch ein zwei Jährchen Content? Finde ich gut. Okay, Szenariodaten gefunden. Zum Neustart geladen werden. Ach so, nee, weil ich hab's ja schon mal gespielt, ne? Ich will komplett blank neu anfangen, bitte. Genau, wir fangen komplett bei Null an. Ausbruch. Ein typischer Abend in Chase Bar. Bis die Party überraschend gestört wurde. Unser Überlebenskampf hatte begonnen. Was sehen wir bei Informationen? Keine Informationen. Dankeschön. Dann würde ich sagen, let's go. Ja, haben definitiv noch was vor uns. Bei der Fallout-Reihe sieht es ja ähnlich aus, ne? Ich meine, da sind es viel, viel, viel weniger Spiele natürlich. Aber dafür ist jedes davon halt ungefähr 20 Mal so lang wie so ein Resident Evil. So, mit wem spielen wir denn? Ich habe das Gefühl, Kevin wird oft so ein bisschen als der heimliche, echte Hauptcharakter gesehen, ne? Er hat von Anfang an eine gute Pistole. Ich lese mir die jetzt mal ein bisschen durch, was die so können. Polizist. Mark, der Wachmann. Gut im Umgang mit Nahkampfwaffen. Jim, der U-Bahn-Angestellte, wird selten von Gegnern angegriffen. Warum? Warum? Schmeckt er nicht? Oder was? Naja. Kann Medizin aller Art herstellen. Ein Arzt, der Medizin herstellen kann. Das ist natürlich gut. Klempner. Alter Unbekannt. Ein mysteriöser Klempner. Mysteriöser, sexy Klempner. Kann aus Werkzeugen Waffen herstellen. Okay. Alisa Reporterin. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir von dieser Figur hier, ne, ein Resident Evil 7 Easter Egg. Und die hat noch einen Artikel geschrieben und veröffentlicht in einer Zeitung, die wir eben in Resident Evil 7 finden können, nach den Vorfällen von Raccoon City. Also das ist, glaube ich, die einzige Figur, von der wir offiziell kanonisch wissen, dass sie die Ereignisse von Outbreak überlebt hat. Bei allen anderen kann man es nicht genau sagen. Jim ist so nervig, dass selbst Zombies abhauen. Bitte nicht Kevin, da fühle ich mich sonst die ganze Zeit angesprochen. So. Mario, der klemmt. Oh ja, stimmt, da, die Verbindung habe ich gar nicht hergestellt, ne? Aber Videospielcharakter, Klempner, das ist natürlich legendary. Yoko, die Studentin, kann doppelt so viele Objekte tragen. Das klingt ehrlich gesagt so ein bisschen nach meiner Figur, die Looterin. Das finde ich gut. Und dann haben wir noch Cindy, die Kellnerin. Sie kann ihre Freunde heilen, aber nur ihre Freunde. Man sollte nicht irgendwie auf die schlechte Seite kommen mit ihr. Wenn sie einem nicht mehr mag, lässt sie einen sterben. Okay, warum kann der Arzt Heilung herstellen, aber nur die Kellnerin kann heilen? Was ist das für eine Logik? Doppelt so viel tragen? Ich glaube, ich mag doppelt so viel tragen. Wir müssen dem Canon gerecht werden. Das ist auch eine gute Idee. Wenn wir kanonisch spielen, dann müssten wir alles mit Alyssa spielen. Weil von der wissen wir, dass sie überlebt hat, tatsächlich. Aber dann müssten wir auch mit ihr das beste Ende erreichen. Und das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Weil wir wissen auch, dass der Impfstoff aus der Stadt rausgekommen ist. Oder ist der Impfstoff in Outbreak 2? Das weiß ich nicht. Die Kellnerin muss die Medikamente servieren. Ja, der Arzt mixt sie und sie serviert sie dann. Kann jedes Schloss öffnen. Hey, wisst ihr was? Ja, das sind zwei Argumente, die mich dazu tendieren lassen, dass wir jetzt Alyssa nehmen. Weil jedes Schloss nehmen ist auch sehr looterfreundlich, mag ich. Und sie ist eben wirklich die kanonische überlebende Figur, von der wir wissen. Ja, komm. Ja. Yeah, wir spielen auf leicht. Gut, es gibt leicht, das freut mich. Ich hoffe, leicht ist leicht. Für den Anfang. Schauen wir mal, ob wir uns dann höher trauen. Es ist ja ein bisschen so in Kapitel geteilt und ein bisschen arkadiger, ne? Schauen wir mal.
Ich kenne mich nicht so gut aus mit Schusswaffen, ich sag's euch ganz ehrlich, aber ist es nicht irgendwie ungewöhnlich, dass blutverschmierte Kugeln auf den Boden fallen? Normalerweise fallen doch die Patronenhülsen auf den Boden. Und warum sollten die Hülsen blutverschmiert sein? Außer jemand hat schwer verletzt irgendwie noch einzeln Kugeln ins Magazin gesteckt oder so und hatte Blut an den Händen. Keine Ahnung. Weird, finde ich. Weil selbst wenn das eine Kugel gewesen ist und keine Patronenhülse, ich weiß es nicht, ne? Aber selbst wenn es wirklich die Kugel war und die ist von Birkin abgeprallt quasi, ne? Selbst dann würde die ja deformiert sein und nicht so schön ganz runterfallen. Ganz eine komische Szene. Die wird mich noch lange beschäftigen. Von Resident Evil Outbreak habe ich vor deinen alle Gegner noch nie was gehört. Noch nie was gehört kann ich nicht sagen, aber ich habe mich tatsächlich davor auch noch nie wirklich großartig beschäftigt mit Outbreak 1 und 2. Das habe ich eben, obwohl ich in meiner Jugend wirklich ein großer Resident Evil Fan auch war von den klassischen Teilen, habe ich die nie gespielt, weil ich einfach auch gehört habe, dass die sehr anders sind und allgemein waren die sehr negativ, wurden die sehr negativ bewertet und wahrgenommen. Heute gibt es ja so eine gewisse Nostalgie für die Outbreak-Teile, aber damals waren die sehr verschrien als schlechte Spin-offs. Boah, spielen wir die Ratte? Ich find's voll gut. Das wäre mal ein interessantes Resident Evil-Spiel. Wir spielen eine Ratte, die mit dem C- oder G-Virus infiziert ist. Und wir müssen kleinere Monster essen, damit wir größer werden. Na, und dann arbeiten wir uns nach oben. So ein bisschen wie der erste Modus Spore. Ja. Und am Schluss sind wir eine riesige mutierte Supermonsterratte mit Tentakel und allem. Und dann müssen wir gegen Oscar den Elefanten als letzten Boss kämpfen und den essen. 76 has gifted 5 Subs to viewers. Dankeschön! Dech, vielen, vielen Dank für 5 tolle, tolle, schöne Subgifts. Dankeschön. Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr aufwendige und dramatische Intro-Cutscene, oder? Die Geschehnisse aus Resident Evil 2 aus der Sicht einer Ratte. Zu der Musik. Wow. Mag ich. Oh, Mr. Nonconform, vielen, vielen Dank für übrigens deine Mitgliedschaft auf YouTube. 34 Monate. Dankeschön. Ich bin auch gespannt, wie ich mich schlagen werde. Im Endeffekt, damit wir es wirklich vollständig machen, müssen wir das jetzt einfach 8-mal durchspielen, oder? Oder wie viele Figuren das gibt. Und bei jeder Figur das gute, das mittlere und das schlechte Ende erspielen. Das machen wir aber nicht wirklich. Aber wir müssen. Ich glaube, Bob stirbt, weil Bob ist keine spielbare Figur. Die zweite Stufe von Spore passt auch noch. Das stimmt, aber die erste Stufe von Spore war so gut. Spore war in den ersten 15 Minuten so ein geiles Spiel. Der Editor ist geil und die erste Phase ist geil, aber danach wird es leider schlecht. Der Zombie sah gerade sehr eklig aus. Sehr ekelhaft, der Zombie. Schön, schön gemacht. Das sah gerade auch richtig gut aus. Haben die da teilweise irgendwie, also definitiv gerendert, aber haben die da teilweise auch irgendwie so echte Schauspieler reingeschnitten? Das sah, mein Bildschirm spiegelt auch ein bisschen, muss ich sagen. Aber dieses an die Glasscheibe gequetschte Gesicht sah gerade sehr gut aus. Auch für eine Render-Cutscene aus der Zeit. Okay.
Ich renne. Pause. Es gibt eine Pause. Ich kann auf Pause drücken. Das finde ich gut. Aber hier bleibt die Zeit nicht stehen. Okay. Ich habe aktuell nur ein Lockpick, sonst nichts. Hä? Irgendwie funktioniert die Laufentaste nicht mehr. Ah, jetzt habe ich sie wieder. Einfache Küche, nicht sehr sauber, oder? Lauter Spirituosen. Oh nein, Security Bob, komm, ich rette dich. Oh, da blinkt was, Bob. Wir müssen zur Theke. Das sieht wichtig aus. Was haben wir hier? Einen Schlüssel. Aufenthaltsraum. Okay. Und ein Erste-Hilfe-Spray. Nein, ein Schädlingsvertilgungsspray. Was für ein verschachteltes Wort. Okay, Bob, komm. Komm, können wir den wieder stützen, bitte? Danke. Kann man sich ja nicht ansehen, wie der alte kleine Mann hier rumhumpelt. Ist ja furchtbar. Oh, oh. Ja, Spore wurde mit jeder Stufe schlechter. Ja, leider. Die Weltraumstufe war dann... Weißt du, ich finde, das wurde jede Stufe schlechter und die Weltraumphase war dann aber wieder ein bisschen besser. Aber... Die Idee von Spore finde ich aber immer noch großartig. Spore in gut, das hätte ich immer noch gerne. Die Idee von Outbreak finde ich auch sehr gut, Vello. Das gefällt mir total gut. Da hätte ich gerne mehr Spiele oder ein anderes oder neues Spiel, das mal so die Idee umsetzt. Spielanleitung 1. Ich finde es geil, dass auch hier jetzt, während ich die 13-seitige Anleitung lesen soll, das Spiel nicht anhält. Ist jetzt ungünstig gerade ein bisschen, muss ich euch leider sagen. Während die Zombies hier durchbrechen. Okay, wartet, jetzt muss ich den Schlüssel benutzen, oder was? So. Okay. Ist offen. Gehen wir mal rein. Nein, da kommt ein Zombie. Tut mir leid. Tut mir leid, Bob. Ich musste Bob zurücklassen. Nein. Bob kommt klar, oder? Der schafft das schon. Ich hab's ja eben an der Stelle schon mal gespielt. Ach, guck mal, da ist er. Und ich find's lustig, wie die NPCs einfach wirklich wie... Oh Gott! Nein, ich will den Text nicht lesen! Wie kopflose Hühner einfach durch die Gegend laufen, basically. Das ist wirklich ein bisschen blöd, dass die Tutorials hier mitten in der Action rumliegen, ne? Sag mal, könnte ich jetzt das grüne Kraut auch auf ihn anwenden irgendwie? Würde das gehen? Überreichen. Hier, nimm's dir. Nimm's. Nimm da leider nicht. Nimm's. Warum nimm das denn nicht? Ist das eine Waffe? Das ist eine Waffe, ja. Okay. Ah! Nein, Bob! Der Arme. Hi, Marco. Oh nein. Oh. Ich fühlte mich in der Urversion von No Man's Sky damals, als es auf den Markt kam, frisch und noch nicht so wirklich viel Content hatte. Da fühlte ich mich sehr an die Weltraumphase aus Spore erinnert. Da war es ja auch so diese endlose Reise ins Zentrum vom Universum, die einfach nicht sehr spannend ist. Halt, da sind Bretter. Kann ich hier verbarrikadieren? Nägel. Ich bräuchte Nägel. Dann wird das gehen. Okay. Warum haben die aus dem Insektenspray nicht einfach Pfefferspray gemacht? Finde ich auch komisch, ne? Weil wenn Zombies auf Insektenspray reagieren irgendwie, wenn die auch nur so ein bisschen wanken, dann müsste doch eigentlich... Pfefferspray erst recht funktionieren. Da steht Cindy. Guck mal, das ist der Spind von der Kellnerin. Die hat einen Raccoon-Maskottchen-Waschbär auf ihren Spind. Das ist schon nett. Es sind ja in Outbreak 1 und 2 auch... Oh. Das ist ja lustig. Warte mal. Ah, nee, ich mach die Geräusche. Okay.
Hier könnte ich jetzt in Ruhe eigentlich die Anleitungen lesen, ne? Theoretisch. Währenddessen sterben halt die anderen wahrscheinlich. Aber jetzt gucken wir mal. Vorsicht, Status, Spielfigur, Gegner warten nicht während der... Ja genau, das habe ich schon gemerkt. Der Bildschirm wechselt wieder zum normalen Gameplay, sobald sie angegriffen werden. Die Tastenfunktionen weichen von der Standardfunktion ab, wenn sie die Einstellungen verändert haben. Analogstick, linker Analogstick. R1-Taste zum Zielen, X zum Feuern, habe ich schon. Ziel wechseln, L1. Okay, das ist gut zu wissen. Kombinieren Sie Munition mit der Waffe. Wie lange dauert, hängt Anzahl der Patronen ab, bla bla bla. Okay. X-Taste zum Interagieren, Überreichen wählen. Erbitten kann ich auch. Okay, gut. Schützen eines verletzten Kameraden, drücken Sie X bei einer Spielfigur, um sie zu schützen. Ja, ich hab kläglich versagt. Oh, oh, da kommt jemand. Es ist wirklich ein Zombie. Nee, oder? Bist du ein Zombie? Oh Gott, ich glaube nicht, aber ich habe Angst. Ich will hier in Ruhe lesen. Durch Drücken der Vierecktaste. Nee, das ist kein Zombie. Nee, jetzt kommen alle hier rein, die noch leben. Okay, das ist gut. Hinweise wie das Szenario. Warte mal, das muss ich nochmal. Die Vierecktaste spricht die Spielfigur. Irgendeine passende Dialogzeile. Ah, im Grunde so eine Hinweistaste. Okay. Mit dem rechten Analogstick reden Sie mit anderen Spielfiguren. Okay. Ah ja, das ist wirklich interessant. Da wäre ich nie drauf gekommen, wenn ich mir das nicht durchgelesen hätte. Nie im Leben. Statusbildschirm. Spielfigur. Gegner warten nicht. Ja, ja, genau. Gesundheit der Figur, grün gut, gelb mittel. Wenn sie vergiftet werden. Im Elektrodiagramm erscheint das Wort Gift. Ja, das ist das übliche. Bluten ist ein neuer Zustand hier. Virusanzeige. Das ist auch interessant, dass es hier eine Virusanzeige gibt. Spricht eben dafür, dass so Chris, Chill, Leon und so weiter wirklich immun gegen den T-Virus sind. Chill ja wieder nicht wegen der ganzen Nemesis-Geschichte, aber es ist kompliziert. Aber hier wird man eben wirklich infiziert und es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Infektion zu verzögern im Grunde. Schwer verletzt sind, kriecht ihre Figur auf dem Boden. Beim Kriechen können sie bestimmte Räume nicht betreten und nicht alle Angriffe ausführen. Beim Kriechen erhöht sich ihre Virusanzeige viel schneller als sonst. Um nicht kriechen zu müssen, brauchen sie ein Heilobjekt oder müssen sich schützen lassen. Dreieck, um die Karte aufzurufen. Grüner Raum bereits besucht, roter Raum. Okay, gut. Moment mal, was? Blaue Tür bereits geöffnet, okay. Damit erholen sie sich wieder. Grün gibt ihnen Lebenskraft zurück, blau heilt Vergiftung, rot verstärkt die Wirkung anderer Kräuter, ist schon klar. Wenn sie mit anderen Spielfiguren im selben Raum sind, können sie deren Virusanzeige, Objekte und so weiter auf dem Statusbildschirm überprüfen. Beim Tod einer Spielfigur können Sie trotzdem noch Objekte tauschen. Öffnen Sie dazu den Statusbildschirm im Raum, in dem sie gestorben ist. Schreibmaschine. Okay. Okay. So. Na dann. Wie komme ich jetzt hier wieder raus aus dem Ganzen? Ach, geschafft. Ich dachte schon, ich bin jetzt hier gefangen im Spind. Nein, ich will doch nur gucken, ob hier irgendwo Loot ist. Security-Mann, schleich dich nicht so an. So creepy. Creept hier irgendwie rum, ne? Oh, hier hätten wir gleich zwei Heilsprays. Hey, warte mal, ich habe eine Idee. Security-Person, du hast doch eine Waffe, oder? Hier, nimm das mal. Ciao, Villa. Aha, und lädt gleich nach. Guck, nimm noch was. Du musst die alle wegballern. Ich hab Insektenspray. Ich kann dir helfen mit Insektenspray. Ich nehme lieber die Heilung mal mit. Hä? Tagebuch im Schrank.
Tagebuch einer Kellnerin. Hey, ich versuche die Dinger zu lesen, aber manchmal wird es wahrscheinlich einfach nicht klappen, oder? Schauen wir mal. Hi, Löffelkreis. Und hi, Fledermaus. Und hi, alle, die ich jetzt übersehen habe für lauter Lesen. Tagebuch einer Kellnerin. Ich hasse die Jungs in der Wohnung nebenan. Sie schleichen sich fast jeden Tag über das Dach in dieses Gebäude und machen so viel Ärger. Vorgestern haben sie den Rollladen im dritten Stock geschlossen, als ich nicht hinsah. Deshalb kam ich nicht aufs Dach, um ein Paket herunterzuholen, wie auch immer. Dann wurde ich auch noch von Jack deswegen ausgeschimpft. Dabei war es doch gar nicht meine Schuld. Ich habe leider ein bisschen Zeit. Ich bin heute Nacht aufgewacht und hatte plötzlich ganz starken Husten. Das war super unangenehm. Ich konnte irgendwie eine Stunde nicht mehr pennen, weil ich so einen Hustenanfall hatte. Und seitdem ist mein Hals ein bisschen kaputt. Ich hoffe, ich habe mir nichts eingefangen. Ich weiß nicht, wie oft sie schon das Schloss kaputt gemacht haben, mit dem das Schild am Zaun... Ich hoffe auch. Ich weiß nicht, wie oft sie das Schloss schon kaputt gemacht haben, mit dem das Schild am Zaun befestigt ist. Aber jetzt ist es verschweißt und sie können nicht mehr rein. Das ist schlecht für uns jetzt wahrscheinlich. Wenn sie das kaputt machen, verklage ich sie wegen Beschädigung fremden Eigentums. Passt bloß auf, ihr miesen Görn. Okay. Solange der Security-Kerl hier in der Nähe ist, fühle ich mich sicher. Ach so, warte mal. Ich dachte, was ich da sehe, ist das Inventar von dem Schrank. Aber das war das Inventar von irgendeiner anderen Figur. Da sind gar nicht zwei Heilsprays in dem Schrank. Ich gehe dann mal da rein. Aber wartet mal. Kann ich den jetzt knacken? Vermutlich nicht, oder? Oh, was habe ich denn da eigentlich für eine Pille? Ein Virus. Ah, guck mal, unten. Oh ja, 10% Viruserkrankung. Das ist halt auch blöd, dass das während... dass das während des Lesens quasi auch weiterläuft, dass man infiziert ist. Man hat ja quasi ein Zeitlimit dadurch, dass man einfach, blaues Kraut? Warum sieht das... Erstens, warum sieht das wie ein Stöckchen aus? Und zweitens, wo habe ich denn das her? Seit wann habe ich denn blaues Kraut? Naja, dass sich die Infektion ausbreitet während... Nee, warte mal. Eine Holzstange. Die kann ich ausrüsten für den Nahkampf. Ah, alles klar. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich benutze nochmal das Insektenspray, bis es leer ist einfach. Die letzten 8 Schuss Insektenspray. Piu, piu. Vielleicht ist da auch Insekten, weißt du? Vielleicht sind das Wespen. Vielleicht sprühe ich einfach so geballte Wespen raus. Und deswegen... stört das die Zombies dann auch? Die werden da gestochen und so. Und ich schieße basically so Wespenbälle. Oh, ist da eine Waffe? Eine Nagelpistole. Es ist technisch gesehen eine Waffe, ne? Kommt da gerade einer? Shit, ey. Ich höre Geräusche. Alle laufen panisch durch die Gegend. So ein kleines Inventar ist schon nervig. Vielleicht hätte ich doch lieber die Rucksackfrau nehmen sollen. Nein, nein, ich will die Zeitung nicht gegen meinen Spray tauschen. Was will ich denn mit der Zeitung überhaupt? Oh oh. Oh oh. Und ich habe jetzt keine Waffe ausgerüstet. Oh oh. Ach so, gut. Du bist es. Zum Glück sind die Zombies ein bisschen dumm, ne? Oh oh, das hat er gehört. Nein, ich nehme es zurück. Du bist wunderschön und klug. Oh, leck. Zimmer des Besitzers. Aha, hier drin ist schon Action, höre ich so. Ah, warte mal, mit der Nagelpistole könnte ich jetzt vielleicht Bretter in dem Hauptraum. Ist Bob jetzt eigentlich wirklich tot? Irgendwie schon, ne? Schallplattenspieler.
Schubladen. Ein ungewöhnlicher Mechanismus. Aha, und hier gehört eine Flasche ins Bild. Kann ich hier, sind hier irgendwelche speziellen, teuer aussehenden Spirituosen oder wie sieht's aus? Nee. Wie die Fische wohl heißen. Hm. Das weiß ich auch nicht, wie die Fische heißen. Okay, wir brauchen hier auf jeden Fall irgendwo eine Flasche. Hey, warte mal kurz. Jetzt kann ich auf dein Inventar auch zugreifen, oder, Mark? Ja. Mark. Mark my words. Aber ehrlich gesagt habe ich jetzt auch nichts, was ich dem geben will. Nee, warte. Nein, jetzt hat er den blauen Schlüssel. Oh, ich weiß nicht, ob das gut war. Naja, gehen wir mal zurück. Ja, wir haben den T-Virus tatsächlich. Das ist in dem Spiel so. Das ist in dem Spiel so eine Mechanik, dass man im Grunde mehr oder weniger dauernd den T-Virus hat. Die Frage ist nur, wie schnell breitet der sich aus? Wie schnell erkrankt man dran? Und es gibt verschiedene Mechaniken, die quasi begünstigen, dass man den T-Virus hat. Oder dass, wie schnell der sich ausbreitet. Und es gibt Mechaniken, die verlangsamen die Ausbreitung. Oh Gott, du siehst auch nicht mehr gut aus. Mit Nägeln. Ah, okay, das zählt leider nicht. Warte mal, ich weiß nicht, Mark. Oh Gott, die leben ja noch. Wieder. Aber hallo. Was stand da? Das Schlüsselloch wirkt alt. Na gut. Waren wir da schon drin? Salon. Nee, im Salon waren wir noch nicht. Mark my words. Nee, das sagt mir in der Schreibweise nichts. Also das Inventar ist schon sehr klein. Da hätten sie ein bisschen spendabler sein können. Ihr wisst ja, ne? Mein Looterherz bricht hier. We have to go. Reden wir mit der Ratte? Jetzt bräuchte ich wahrscheinlich den Schlüssel, den Mark hat. Gewehrmunition ist schön und gut, aber... Halt, stopp, bevor ich da rausgehe. Oh Gott. Ja, ich weiß schon. Ich weiß schon, dass die Gegner respawnen auch noch. Das sind lauter so Mechaniken, die ich nicht mag. Deswegen habe ich im Vorfeld schon immer gewusst, dass mir das Spiel nicht so gut gefallen wird. Ich bin jetzt gespannt und so weiter und das wird bestimmt cool und lustig. Aber ich bin kein Fan von Zeitdruck, kein Fan von nachspawnenden Gegnern. Ne, das sind lauter Kleinigkeiten, die hier alle zusammenkommen, die ich einfach nicht cool finde. Die mir in der Regel nicht so viel Spaß machen. Schädlingsbekämpfungsspray. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Nein, warte. Warum hatten wir gerade einen blauen Schlüssel? Den würde ich gern behalten. Den würde ich gern da drin im Salon noch mal testen. Ich habe das Gefühl, alle sterben. Nur, ich hoffe, wir kommen raus. Sollen alle anderen sterben, ist eh okay. Wir kriegen das schon hin. Ach so, du meinst wegen meinem Husten den T-Virus. Ja, das wäre ungünstig. Okay, hier brauchen wir den blauen Schlüssel nicht. Das Peinliche ist, dass ich genau die Stelle schon mal gespielt habe, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das eigentlich geht. Ich habe das erste Kapitel so ziemlich fertig gespielt schon mal. Aber es ist auch schon wieder. Wann habe ich denn da... einen Podcast drüber gemacht. Ist bestimmt schon wieder über ein Jahr her, also keine Ahnung. Langsam wird's voll hier drin, ne? Okay, wartet mal, ich habe einen Plan. Der muss leider weg jetzt. Nein!
Jetzt ist der Stock schon gebrochen. Was zur Hölle? Jawohl, wir können nämlich einfach Schloss knacken. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Shit. Das ist schlecht jetzt. Watch out. Wir sind alle so am Sterben hier. Aber jetzt gibt Schädlings-Wespenspray ins Gesicht. Okay, jetzt versuche ich mal nochmal schnell hier das Schloss zu knacken. Ich habe leider kein Tutorial bekommen, wie das funktioniert. Okay, ich glaube, so schnell drücken wie möglich ist es nicht irgendwie. Take your soul. Go now. Help me. Here. Never. Come on. Nee, hab halt leider keine Ahnung, wie das Schlossknacken funktionieren soll. Oh, jetzt ist es gegangen. Ich weiß nicht wie. Hat geklappt. Yes. Okay, das war gut, hoffe ich. Das war gut. Puh. Das verstehe ich voll, Vello. Finde ich nämlich auch. Ich habe auch vom Gefühl her zumindest immer gesagt, dass Resident Evil 1 so ein bisschen ein sehr offenes, ein sehr freies Resident Evil 1 Reimagining ist, ne? Finde ich schon auch. Und jetzt steht hier eine Schnapsflasche, oder? Und mit der Schnapsflasche könnte ich jetzt wahrscheinlich nochmal zurück ins Büro gehen. Aber ob das eine gute Idee ist? Okay, wartet mal. Jetzt hätten wir vielleicht ganz kurz ein bisschen Verschnaufpause. Könnten wir mal eben kurz versuchen, dass wir hier die Kellnerin heilen? Das kann man sich ja echt nicht ergeben. I want that. Mark, ich will das. Here, take this. Und du nimmst dafür das Feuerzeug. Überreichen. Und jetzt kommt bitte nicht Mark und holt das ab. Sondern die halbtote Kellnerin. Ja, komm. Schlepp dich her und hau dir das Zeug rein. Pfeifst dir rein. Pfeift sie sich das rein? Ich hoffe es. Ich befürchte, wir werden schon verfolgt, oder? Ja, shit, die kommen. Okay, gehen wir nicht zurück mit der Alkoholflasche. Scheiß drauf. Kann ich die auch irgendwie trinken? Nee. Naja, bei nächster Gelegenheit wird die einfach weggeworfen. Okay, sie kommen, Leute. Sie kommen. Ich gehe mal die Leiter hoch, da bin ich sicher. Ihr müsst euch um euch selbst kümmern. Hey, er hat eine Schusswaffe. Ich habe ein Insektenspray. Ah ja, stimmt. Den Timer habe ich ehrlich gesagt schon wieder voll vergessen. Aha, ich verstehe. No, na gut. No, this can't be. Go! All right. Aber ich war mit dem Timer ehrlich gesagt nie so ganz glücklich. Ich weiß nicht genau. Muss ich mir immer noch mal überlegen, wie man das besser implementiert vielleicht. Ein Molotow-Cocktail mit dem Alkohol machen, das klingt nach einer interessanten Idee. Ich brauche einen Schlüssel. Wie wär's denn mit dem blauen? Nein, leider nicht. Wie wär's denn? Kann ich den knacken? Nee. Oh Gott, was soll ich tun? Warte, das Schlüsselloch wirkt alt. Vielleicht kann ich das wieder knacken mit ihr. Nee, passt. Ach, shit. Moment, was stand da? Jetzt muss ich mir nochmal kurz durchlesen, was da wirklich steht. Ah, warte, ich hab... Ach so. Ich dachte, ich hab vier, weil die irgendwie kaputt gehen können. Aber ich hab vier verschiedene Formen. Hä? Aber passt gar keiner, oder was?
Ich kriege auch keine Information darüber, welche Form die jetzt haben. Aber dann versuche ich jetzt nochmal beim Gabelstapler alle meine Dietriche. Aber wenn sie so einen Dietrich hat und immer dabei hat und so weiter, ne? Würde ich mal behaupten, sie ist so Investigativjournalistin. Sehr investigativ. Aber wo kriegen wir denn jetzt einen Gabelstaplerschlüssel her? Das ist der aus der Intro-Cutscene, ne? Sieht zumindest so aus. Nimm das! Guck, hat funktioniert. Hab ihn abgeschreckt zumindest. Ich habe das Gefühl, das ist ziemlich nutzlos. Dammit. Sie ist kein Master von Locking, ja. Ja, das ist leider wahr. Stimmt, wie kriege ich gleich nochmal Tipps? Mit irgendeiner Taste, oder? Eigentlich. Aber funktioniert nicht. Oh nein, jetzt hat es ihn auch erwischt. Oh Gott, er blutet. Ich tue mein Bestes hier. Das sieht nicht gut aus für uns. Ist das das Ende unserer heldenhaften Reise? Ich habe halt leider wirklich keine Ahnung, was ich hier mache. Ist ein bisschen schlecht. Die haben jetzt auch nichts, was uns hier irgendwie großartig... Okay, ich nehme noch mal eine Alkoholflasche und laufe zurück und versuche ins Büro zurückzulaufen. Das wäre jetzt gerade so das Einzige, was mir gerade einfällt, was man hier vielleicht machen könnte. Ja, genau. Es gibt nämlich Pause. Umso weniger verstehe ich, warum das Spiel im Menü und so weiter weiterläuft. Das ist so dämlich. Ah, hier sind zwei Türen. Ah, das ändert einiges. Ich weiß nicht mehr, von welcher wir gekommen sind. Das geben wir mal da rein. Ja, ey, wirklich. Es ist so. Es gibt ein paar so Sachen an Videospielen, die hasse ich einfach. Und nicht pausieren können gehört dazu. Der W, hey, vielen, vielen Dank für den Superchat. Dankeschön für die 10 Euro. Hol gerade deine Let's Plays von Resident Evil nach. Mach weiter so. Hey, dankeschön. Freut mich. Sehr, sehr nett. Okay, ich glaube, hier sind wir hochgekommen. Also, ich habe von den Radio Raccoon-Leuten erfahren, weil die mich mal eingeladen hätten, aber ich hatte leider keine Zeit, es war gerade sehr stressig alles, dass mittlerweile es möglich ist, dass man eine englisch gemoddete Version von dem Spiel am PC installiert und dann über Internet gemeinsam sogar spielen kann. Das geht technisch, es ist aber scheinbar eine ganz schöne Bastelei und nicht irgendwie super einfach. Slenderex Vaktos has gifted 5 Subs to viewers. Slenderex, vielen, vielen Dank! Hurra! Spiele im Einzelspielermodus, das mache ich. Das Hauptmerkmal in diesem Modus ist die Partner-KI. Mindestens eine computergesteuerte Figur hilft der Spielfigur. Das Gameplay hängt von der Interaktion mit der KI-Partner ab. Ihre KI-Partner handeln genau wie ihre Spielfigur. Neuer weiß ich jetzt nicht. Er oder sie kann sich bewegen, angreifen, Objekte verwenden, reden, helfen und so weiter. Wenn ihm aber die Lebenskraft ausgeht, stirbt er wie jede andere Figur. Sie entscheiden, wie sie ihre KI-Partner einsetzen. Helfen sie ihrem KI-Partner im Kampf gegen Feinde oder lassen sie ihn als Deckung für das Team zurück, während sie sich davon machen. KI-Partner-Aktionen. Jeder KI-Partner hat eine eigene Persönlichkeit, manchmal folgt er ihnen, manchmal nicht. Seine Handlungen hängen vom Verlauf des Szenarios und vom jeweiligen Zustand ab. Sie können ihre KI-Partner mit der Funktion Appell A
benutzen Sie den Steuerstrick recht. Das habe ich schon rausgefunden. Wenn Ihr Partner den Appell ablehnt, warten Sie einen Moment und versuchen es erneut. Wenn er zu weit entfernt ist, kann er den Appell nicht hören. Auf einem Appell reagiert immer der nächste KI-Partner für einen bestimmten KI-Partner. Appell B. L2. Okay, was? KI-Partner-Objekte können Objekte bei sich tragen, genau wie Sie. Und die Objekte tauschen und kombinieren, haben individuelle Persönlichkeit, Objekte benutzen, um Gegner zu bekämpfen. Manche verwenden Objekte oder bewahren sie auf. Ihre Handlungen hängen vom Typ ab. Sie können Objekte mit Ihrem Partner tauschen. Bieten Sie sie mit überreichen oder erbitten, holen Sie sich welche. Normalerweise geben Sie dem nächsten KI-Partner das Objekt. Wenn Sie aber mit Appell B einen bestimmten Partner ansprechen, können Sie ihm ein Objekt geben. Überprüfen Sie beim nächsten Treffen Statusbildschirm. Okay. Die richtigen Objekte sind überlebenswichtig. Bla 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 bla. Speichern. Das lief bisher so gut, da speichern wir es mal. Mein Lieblings-Pokémon. Das ist echt eine schwierige Frage, weil es gibt ein paar Kandidaten, die ich sehr cool finde, wie Glurak und Mewtwo. Aber ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, mag ich schon am liebsten eigentlich Gengar. Gengar ist tatsächlich so ein Motiv, das will ich mir auch noch tätowieren lassen. Gabelstaplerschlüssel, nice. Gengar finde ich schon sehr cool. Ich mag einfach irgendwie das Design. Magnum-Revolver-Munition. Hä, wenn ich jetzt noch eine Magnum hätte. Ich nehme jetzt mal den Magnum-Revolver-Munition mit. Für den Fall. Weil das Insektenspray ist eh sehr nutzlos. Was sind denn eure Lieblings-Pokémon? Von allen Generationen, sagen wir mal. Auch wenn die von den neueren, die kenne ich vom Namen her wahrscheinlich nicht mehr. Aber ihr dürft sie trotzdem gern teilen. Ja, das ist ja nett. Hey, aber guck mal, ich hatte tatsächlich anscheinend einen Invincibility-Frame, also es ist wirklich nett gewesen. Ich höre Schüsse. Hat hier jemand nochmal Munition gefunden, so wie es aussieht, und ist geheilt? Nice. So, Gabelstapler verwenden. Let's go. Na komm, Hebel ziehen. Zum Glück weiß jeder im Resident Evil-Universum, wie man schwere Maschinen bedient. Anton ist auch eine sehr gute Wahl, Frau Dunkelgrün. Anton ist super. Auch Gengar. Gengar ist schon cool, ne? Mag ich auch. Aber Anton mochte ich auch immer sehr gerne. Hab mich nie viel mit Pokémon beschäftigt, aber wenn ich es gespielt habe, habe ich immer einfach eine Niedlichkeit an mir geschaffen. Ja, wenn es darum geht, ist, glaube ich, Evoli sehr beliebt, wenn es um Niedlichkeit geht. Garados. Ich mochte auch Carpador immer echt gerne, weil es halt so ein komplett nutzloses Pokémon ist, das dann aber eben zu Garados sich entwickelt und zu einem der mächtigsten überhaupt wird, wenn man es schafft, das irgendwie durchzuschleppen. Das finde ich schon sehr lustig. Das mochte ich immer echt gerne. Relaxo ist auch toll. Ja, ich finde gerade so die Pokémon der ersten Generation sind alle gut. Die sind alle toll. Hätte ich das vielleicht nicht machen sollen? Kommen jetzt nicht auch die Zombies durch? War das vielleicht die dümmste Idee ever? Naja. Zubat mit Kleinstein. Hundemon ist auch cool. Das ist eins der... Ich bin ja wirklich voll der Generation 1 Nerd, ne? Aber das ist einer der wenigen Zweitgeneration-Pokémon, die ich auch cool finde, Hundemon. Auch wenn er eher wie ein Digimon klingt mit dem Mon hinten. Aber gut. Juhu, infizierte Raben, lauf! We have to go. Help me. Come on. Ich geh mal hier rein. Ah, Lagerraum. Aber warte, da habe ich einen Schlüssel gefunden. Ich muss den nur schnell benutzen, bevor ich gegessen werde. Okay, gut.
Cappador, ich habe auch Cappador durchgeschleppt, natürlich. Cappador war schon, weil ich wusste ja früher irgendwie, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, war ich zum Glück relativ blind. Ich wusste wirklich so gut wie nichts über Pokémon und wusste auch nicht, zu was Garados wird und wollte mich, Cappador wird. Ich wollte mich da auch nicht spoilen. Das hat zwar den negativen Effekt gehabt, dass ich sehr viele Pokémon unnötig hochgelevelt habe, weil ich mir dachte, na, da muss doch noch irgendwie eine Entwicklungsstufe kommen und dann kam keine. Aber das war eben auch immer der coole Überraschungseffekt, zu sehen, zu was die werden. Und bei Cappador war es halt richtig, richtig cool, als der sich dann entwickelt hat. Ist der Raum komplett nutzlos? Ich meine, man kann hier vielleicht mal in Ruhe ein bisschen Inventar managen und so, ne? Aber hier ist irgendwie nichts Nützliches. Ja gut, dann lasst uns mal kurz unsere Inventare anschauen. Wir haben ein Feuerzeug. Das ist schlecht. Also ich meine, Mark hat halt sonst nichts mehr. Gib mir mal die Munition bitte, Cindy. Damit ich die dann an Mark weitergeben kann. Na also, das sieht doch schon besser aus. Will irgendjemand von euch die Alkoholflasche nehmen? Weil ich glaube, die brauchen wir nicht mehr. Ah, scheinbar nicht. Doch, Mark hat sie genommen. Danke, Mark, du bist der Beste. Ich habe halt jetzt wirklich gar nichts mehr, außer eine Heilung, aber ist okay. Na gut, dann gehen wir wieder raus in die gute Stube. Wartet mal schnell. Ich speichere schnell. Ich habe zum Glück ja, ne, mein eigenes Speichersystem. Warte doch mal. Dragon Ball ist natürlich auch cool. Ich weiß, wisst ihr, ich liebe Dragon Ball Z und so, gar keine Frage. Aber die Original Dragon Ball Serie, die hat schon irgendwie nochmal einen besonderen Charme, finde ich. Die hängt mir schon sehr am Herzen. Der Zaun ist wackelig, ich könnte ihn rammen. Ah, kann man wirklich irgendwie rammen? Ich habe nichts für den Nahkampf oder so. Ah! Yes, ich verstehe. Ja, die. Oh. Due to the riots in progress, this area will be closed off soon. Please proceed to this checkpoint immediately. If you do not leave the area in time, we cannot guarantee your safety. Ich mochte auch nie den Pokémon-Anime. Der hat mir schon damals nicht gefallen. Aber die Spiele, gerade die ersten halt. Rot, Blau, Gelb. Habe ich halt gesuchtet wie komplett verrückt. Und dann ging es aber bei mir schon bergab, muss ich sagen. Okay, wir haben jetzt nur 3 Minuten, um zu evakuieren. That escalated quickly. Jetzt springen ist gefährlich. Ja, aber die anderen machen es doch auch. Warum darf ich denn nicht? Wegen der Krähe oder was? Please help. Hilfe! Help me! Come on. Okay, I guess ich helfe mir selber. Danke für nix da oben. Please help. Was ist mit euch los? Alles muss man selber machen. Ich hätte das nicht geschafft. Ich wäre tot. Ich könnte mich da nicht hochziehen. Okay. Notausgang lässt sich nicht öffnen. Aber kann ich ihn vielleicht knacken? Ich weiß halt leider immer noch nicht, wie das Schloss öffnen geht. Ich habe beim letzten Mal einfach ein bisschen rumgelenkt und plötzlich ging es auf. Vielen, vielen Dank, MacRockef. Oder MacRockef wahrscheinlich. Dankeschön für deinen Sub im 6. Monat. Help me, please! Hurry up!
Okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das Schlossknacken-Minispiel funktioniert. Wartet mal, das google ich jetzt schnell, weil das wird einem leider echt nirgends erklärt. Wartet mal. Outbreak, Lockpick. Lockpicking. Need help lockpicking. Ja, genau. Ich finde einfach nicht raus, wie es funktioniert. Ich auch nicht. Immer wieder X drücken. Es dauert ein bisschen. Aha. Alles klar. Also im Endeffekt... Ja, das wäre... Also in Deutschland wäre das nicht in Ordnung. Hier so einen abgeschlossenen Notausgang. Die Zeit geht uns gleich aus, Leute. Nein, ich habe mich verdrückt. Ich versuche auch mal die verschiedenen Formen jetzt, ne? Aber es hört sich alles gleich an und so. Shit, jetzt sterben wir. Nein, ich hab's vermasselt, Leute. Jetzt sterben wir. Ich könnte noch den Aufzug rufen. Fahren wir mit dem Aufzug. Wohin fahren wir bitte mit dem Aufzug? Da war ein Notausgang. Wo sind wir? Erste Etage der Wohnung. Okay, wir haben jetzt 20 Sekunden oder so, um hier rauszukommen. Jetzt einfach laufen. Ganz egal, was uns da erwartet. Exit. Fest verschlossen. Punkt. Ich. Okay, alles klar. Ja, super. Jetzt sterben wir. Damn it. Warum sind alle Ausgänge verschlossen? Wegen den Jugendlichen, deswegen. War ich das? Hab ich sie umgebracht? Sie hat mich so angeguckt. Moment mal. Ich bin nur eine Videospielfigur. Ich werde gesteuert. Sie sind tot. Ende speichern. Ich weiß nicht, ob ich das Ende speichern will. Wie geht's denn jetzt weiter? Das ist mal interessant jetzt eigentlich. Ich speichere das jetzt mal. Und jetzt bin ich aber gespannt, weil ich will das Kapitel nicht nochmal von ganz vorn anfangen, ne? Kann ich das irgendwie laden wieder oder so? Moment, wo war der Speicherpunkt? Ich glaube, ich habe selber manuell nochmal einen besseren Speicher gemacht, oder? Ach, da sind wir noch. Nee, nee. Ich meine, so lang wäre es jetzt nicht, aber wartet mal, da lade ich. Da lade ich den hier. Der ist nämlich ein bisschen frischer, glaube ich. Genau, da müssen wir nur schnell rüberspringen und dann sind wir wieder da, wo wir waren. Kurz vorm Countdown, ist eigentlich perfekt. Einerseits ist die Krähe zwar nervig, aber ich weiß nicht, ob ich Munition verschwenden würde jetzt dafür, ganz ehrlich. Vor Chase Bar. Kann ich das irgendwie auch skippen, die Cutscene? Ich habe keine Geduld für so einen Scheiß. Ja, kann ich wirklich. Dankeschön. Das ist nice. Da habe ich jetzt vor kurzem wegen Dragon Ball und dass so viele Charaktere so schnell nutzlos werden und so weiter, habe ich jetzt vor kurzem erst so Diskussionen mitbekommen, wo viele Leute gesagt haben, und ich stimme da absolut zu, dass weder Naruto noch Ruffy eine Chance gegen Krillin hätten. Gegen Dragon Ball Z Krillin. Ich weiß nicht, wie es im Endgame aussieht, ne? So die letzten Staffeln, da drehen die ja auch ziemlich durch. Aber es stimmt schon.
So, Naruto hätte lange keine Chance gegen den Dragon Ball Z-Krillin. Man darf halt echt nicht vergessen, dass Krillin der stärkste, mit Abstand, stärkste Mensch ist im Dragon Ball-Universum. Der wird immer dargestellt wie so ein bisschen so eine nutzlose Witzfigur. Aber der ist halt einfach unglaublich krass, eigentlich, in Wirklichkeit. Okay, das hat irgendwie keinen Sinn. Wartet mal, ich mache hier nochmal ein Save schnell. Verdammt nochmal. Weil ich krieg die Tür nicht geknackt. Wir gehen jetzt einfach weiter. Ich habe keine Ahnung, wie das Schlossknacken funktioniert. Das ist irgendwie mega weird. Soll ich ernsthaft, ist das wirklich so gedacht? Soll ich einfach 2 Minuten lang dastehen und X drücken? Ist das der Sinn der Sache? Vor Chase Bar. Oh, haben wir es geschafft? Ist das der Ausgang? Da steht aber kein Ausgangsschild. Ja, aber wir sind raus. Okay, der Ausgang ist gegenüber vom Ausgang. Obviously. Ist nur eine Falle, um Einbrecher zu verwirren. You startled me. I'm surprised you're still alive. The whole city's a war zone. We need all the help we can get. Now, move the police car over there to build a barricade. Go! Ja, ich glaube, obwohl er keine Nase hat, ist Krillin Mensch. Doch, das kann man, glaube ich, schon sagen. Ich würde ihm jetzt nicht das Menschsein absprechen. Hat mir der jetzt nicht eine Waffe gerade gegeben in der Cutscene? Ich habe aber keine Waffe. Wo ist denn... Hallo? Herr Polizist? Ich muss sagen, ich finde das Spiel bis jetzt eigentlich echt ganz cool. Aber es gibt halt so viele Mechaniken, die mich wirklich nerven. Und man hätte so ein geniales Spiel draus machen können, finde ich. Aber meiner Meinung nach wurden da ein paar schlechte Entscheidungen getroffen. Ich glaube halt wirklich ohne Zeitdruck und unendlich spawnende Gegner und dass man sich einfach auch Dokumente, die man findet, mal durchlesen kann und sowas, ne? Glaube ich, wäre das Spiel eigentlich besser geworden. Ich sehe da keinen Nachteil. Ich dachte, der hätte mir eine Waffe gegeben, ne? Aber irgendwie ballert er jetzt einfach nur noch blind in die Nacht hinein. Ah! Ist das Chase Bar? Wo ist denn jetzt der Polizist hin? Ah, da ist er, gut. Wo hat denn eigentlich der Polizist seine Waffe, bitte? Frage ich mich auch gerade. Der hat die anscheinend permanent ausgerüstet oder sowas, ne? Weil die ist nicht mal in seinem Inventar. Es gibt immer die Diskussion, ob Krillin oder Tenshinhan der stärkste Mensch ist. Ja, okay. Ja, okay. Tenshinhan ist auch krass. They're getting closer. We gotta go, now! Aber noch witziger finde ich das lange, lange Zeit. Ich würde sogar sagen, vielleicht noch in Dragon Ball Z hinein so? Eigentlich Herr der Schildkröten der stärkste Mensch war auf dem Planeten.
Das finde ich gut. Das ist nicht sehr sicher, was wir hier machen, aber vielleicht funktioniert. Vielleicht hilft's. Ich kann ihm anders jetzt gerade eh nicht helfen. Nein, lass den! Wir brauchen den noch. Außer ich krieg dann seine Schrotflinte, dann bringt ihn um. Wie stabil kann so eine Tür sein? Er ändert aber auch seine Strategie nicht, ne? Noch 25 Schuss, dann haben wir's. Yeah! Vielleicht hätte er einfach früher treten sollen. Vielleicht war all das Schießen umsonst. Ich hätte auch gerne eine Pumpgun mit unendlich Munition. Was ist denn los? Im Herzen für mich wird auch Mr. Satan immer der Stärkste sein, ja. Ja, hey, eine unendlich Pumpgun, Munitions-Pumpgun oder so, die nehme ich. Wetten, bei mir hat die nicht mehr unendlich Munition. Leider hat der Polizist zufällig alle seine 385 Schuss verschossen. Schade, schade. Ich habe ein Gewehr, das gebe ich nicht mehr her. Pause, wartet, ich muss schnell speichern. Das Spiel hat mir zu wenig Speicherslots, Punkte. Da bin ich schon froh, dass ich selber ein bisschen mitspeichern darf. Ich glaube, das war auch früher wahrscheinlich so ein bisschen Teil von dem Spiel, oder? Das hat so dazugehört. Ich glaube schon, dass so ein bisschen Trial and Error dazugehört eigentlich. Aber ich bin trotzdem kein Fan. Ja, ich will das Ventil umlegen. Der war bestimmt korrupt. Der war bestimmt ein rassistischer, korrupter Cop. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Seine Pumpgun ist jetzt an einem besseren Ort, nämlich in meinem Inventar. Achso, es geht schon wieder. Das ist schon wieder Gameplay. Shit. Ah, warte. Irgendwer hat ein Feuerzeug. Ah, nein. Oh. Bitte gib mir das Feuerzeug. Danke. Leider funktioniert mein toller Plan nicht. Ich finde, der Plan war echt gut. Aber irgendwie ist das nicht... Weiß ich nicht. Oder vielleicht hier am Automaten direkt? Nö. Das Feuerzeug wäre gefährlich. Hm. Ich habe leider keinen Molotow-Cocktail oder sowas, ne? Oh, wie zünde ich das denn sonst an? Drauf schießen funktioniert nicht. Die schöne Munition, ey, aber es hilft ja nichts. Ein Feuerzeug wäre gefährlich. Hallo. Ja, gerne. Gerne saftig Obst. Hau raus, weil ich finde, ich komme gerade nicht drauf. Und hier spawnen immer mehr. Son of a bitch. Barry, where's Barry? Well, I'm sure he's probably the most powerful biological weapon in the world. Barrys Waffe gegen lebende Dinge könnten wir jetzt echt gut brauchen. Hi, Pip-Boy. War, glaube ich, unten bei der Tür das Feuerzeug nutzen. Ah, sowas ist aber echt immer nervig, finde ich, ne? Wenn ich eh schon das Richtige machen will, dann verbietet mir das Spiel aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen.
und ich muss es sehr spezifisch machen. Oh, warte mal. Ich kann nichts mehr tragen. Ja, aber ich will wissen, was er da hat. Mehr kann ich nicht tragen? Hä? Was heißt denn hier, mehr kann ich nicht tragen? Und wie ich mehr tragen kann? Nee, funktioniert auch nicht, dass ich die Tür anzünde. Was machen wir denn jetzt hier? Nix darf ich anzünden. Ah, jetzt funktioniert's. Das habe ich doch vorher schon versucht. Was zur Hölle? Ach, come on. Ich muss den Truck von der Seite anklicken mit dem Feuerzeug anscheinend. Sowas nervt mich immer, sowas Spezifisches. Aber gut, wir haben es geschafft. Wir sind die Besten. Outbreak 2 finde ich aber besser. Ja, bin ich gespannt drauf. Springst du gerade ins Feuer? Ach, da ist Wasser unten. Okay. Haben wir jemanden verloren? Ist die Kellnerin tot? Outbreak ist schon sehr speziell für sich. Ja, aber das mag ich ehrlich gesagt. Ich mag das, ich kann das immer respektieren, wenn Spiele versuchen, so ein bisschen was Neues zu machen, um was anderes zu machen. Da kann man auch mal Experimente machen, die nach hinten losgehen. Da bin ich dem Spiel auch gar nicht böse oder will nicht zu kritisch sein. Aber so dieser ständige Stress und dieser, weißt, Zeitdruck, man hat eine Infektion, die sich ausbreitet, Gegner spawnen dauernd nach und man weiß sowieso nicht, was man tun soll. Man hat keine Zeit, irgendwas zu lesen. Das kommt mir nicht sehr gut durchdacht vor, einfach so als Gesamtwerk. Aber grundsätzlich, dass das wirklich mal sowas ganz anderes ist, das mag ich eigentlich schon ganz gerne. Hey! Guck mal! Warte mal ganz kurz. Hier. Nimm das. Okay, ich bin zu 41% ein Zombie. Schön langsam bräuchte ich echt irgendwie mal Mittel dagegen, aber gut. Geht schon noch. So ein weiter Weg für ein blaues Kraut. Naja, besser als nix. Habe ich eigentlich noch einen Schuss, haben wir noch. Aber warte mal. Irgendwer hat Gewehrmunition, oder? 45er Automatik, nee. Shit. Naja. Thank you. Ich würde es auch nicht trinken. Was für ein weirder Gedanke. Sie ist in der Kanalisation und da kommt Wasser aus einem Rohr und sie sagt, also ich würde es lieber nicht trinken. Dass sie überhaupt daran denkt, es zu trinken. Dass das ihr erster Gedanke ist. Sollte ich das trinken? Ah, lieber nicht. Oh, das Apple Inn! Einer der vielen, mittlerweile eigentlich schon ziemlich berühmten Schauplätze aus Outbreak. Hier hat Claire ihre Übernachtung reserviert. Sie ist natürlich nie hingekommen, ne? Rausgeschmissenes Geld. Aber ich schätze mal, bei so einer Zombie-Apokalypse weiß ich nicht, ob das Hotel die Stornierung noch akzeptiert, so kurzfristig. Kann man halt schlecht vorhersehen. Tür zum Apple Inn lässt sich nicht öffnen. Würde Bethesda sich nicht so affig mit Copyrights haben, könnten, finde, Fans bestimmt richtig gut ausgearbeitete Geschichten rausbringen. Ja, Bethesda ist da immer schwierig, ne? Bethesda USA haben ja schon öfter gezeigt, dass die... Oh, sind hier Menschen, Überlebende?
dass die sehr protective sind, was ihre Lizenzen angeht und dass die dann auch wirklich irgendwie... Was war das gleich nochmal? Ich glaube, da kam so ein Indie-Spiel war in Entwicklung, das hieß Pray for the Gods. Und da die ein Spiel haben, das Pray heißt, haben die gesagt so, nee, das darf so nicht erscheinen. Ist halt alles ein bisschen, wisst ihr? Naja. Weiß ich nicht. Die sagen halt, und das kann schon sein, dass die gegen solche Sachen vorgehen müssen, weil wenn sie es nicht tun, schaffen die einen Präzedenzfall und dann verlieren die irgendwie die Rechte an ihren Namen oder was weiß ich was, ne? It's complicated. Ha, was ist denn hier los? War gute Frage. Wie konnte das nur passieren? Ja, auch gute Frage. Eine stabil wirkende Tür lässt sich nicht öffnen. Warum dauert das so lange? Sie sind immer noch nicht da. Wer denn? Wer ist wo noch nicht da? Wer bist du denn? Ah, guck mal, mit dem muss ich reden. Sehr gut. This is the Raccoon City Police Department. Please try to stay calm. Vehicles are standing by to commence evacuation. We need everyone here as quickly as possible. Oh Gott, Merlin. Das ist die ekelhafteste Geschichte ever. Das ist noch viel schlimmer als alles, was in diesem Spiel passiert. Für alle, die es nicht lesen können, die es vielleicht jetzt auf YouTube sehen, kurz zusammengefasst, unser Hund, der kleine Fuji, hatte irgendwas im Mund. Und Merlin hat es hier rausgezogen. Und als sie es dann in der Hand hatte, hat sie gemerkt, dass eine riesige Spinne war. Eine riesige, halb zerlegte Spinne. Aber gut, dass er... Ich finde es gut, dass er Spinnen jagt. Der darf gerne Spinnen jagen und essen. Das ist ein braver Hund. Aber um Gottes Willen, das tut mir sehr leid für dich, dass du das erleben musstest. Oh Gott, oh Gott. Oh! Magnum Revolver! Und Gewehrmunition. Jetzt geht's aber ab hier. Jetzt geht's aber ab hier. Oh, guck mal, was zur Hölle ist denn hier los? Und Pistolenmunition, die brauchen wir nicht. Jetzt geht's aber ab hier. Meine Güte. Okay. So, ich speichere nochmal. Also für hier nochmal. Erste-Hilfe-Spray wäre vielleicht schon auch eine gute Idee, aber was gebe ich jetzt dafür her? Ich meine, 42 Schuss Magnum ist schon... 42 Schuss Schrotflinte ist schon gut, ne? Hält ein bisschen hoffentlich. Machen wir es mal so. Moment, was liegt hier noch? Aha, 45er Munition. Hey, Leute, wollen wir mal kurz euer Munition überprüfen, ihr zwei? Weil ihr seid gerade irgendwie ein bisschen dumm, habe ich das Gefühl, ausgerüstet. Warum hast du zwei rote Kräuter? Gib mir mal eins und du kriegst dafür jetzt die Magnum. Pass bitte gut drauf auf. Und ich tausche jetzt das rote Kraut gegen das Erste-Hilfe-Spray. Und jetzt nimmt irgendwer von euch nochmal das Erste-Hilfe-Spray, das zweite. Und ich meine, die Schnapsflasche brauchen wir auch nicht mehr, oder? I want that. Here. Ah,
Ach so, jetzt. Ah. Ah, genau falsch. Ah, Mann. Hä? Genau. Jetzt passt auf, die 45er Munition überreiche ich jetzt noch. Eigentlich wollte ich die der Kellnerin geben. Ah, egal. Okay, ich glaube, wir müssen los, weil mein T-Virus wird auch nicht besser, ne? Spinnen sind streng genommen keine Insekten, das stimmt. Spinnen sind Spinnentiere. Der Unterschied ist, falls es euch interessiert, biologisch so von da. Ne, es sind ja nur ausgedachte Kategorien, basically, die so ein bisschen auf Verwandtschaftsgrad im besten Fall und körperliche Ähnlichkeit im veralteten Fall basieren. Aber trotzdem, so in der Biologie wissenschaftlich unterscheidet man die hauptsächlich wegen ihrer Körperabschnitte. Insekten haben 3 Körperabschnitte, so Torso, Kopf und Abdomen, also so Arsch hinten, ne? Und Spinnentiere haben nur 2. Da sind der Mittelteil und der Kopf, glaube ich, zu einem zusammengewachsen. Ich glaube, so rum ist es. Basically haben sich Spinnentiere aus Insekten rausentwickelt, wahrscheinlich. Ich mag Biologie. So. Fußgängerbrücke. Oh no. No. The city's gone. Noch nicht, aber sie hat schon recht. Ja, die Streams landen alle, auch die von letzter Woche. Ich bin noch nicht dazugekommen, aber die landen natürlich alle noch auf YouTube. Das sind viele Zombies. Ich denke mir immer, wisst ihr, in so Zombie-Apokalypsen, wenn so eine ganze Stadt von Zombies überrannt wird. Ich denke mir immer, irgendwann müssen doch alle tot sein, oder? Es gibt doch nicht unendlich viele. Irgendwann müssen doch alle tot sein. Wenn dann so Zombie-Apokalypsen irgendwie teilweise so Jahrzehnte dauern wie Walking Dead, denke ich mir, irgendwann müssen die doch alle weg sein. Aber ich glaube, ich unterschätze, wie viel so 1 Million Zombies sind. Okay, it's done. Eric! What should I do? Nachher ist er ein heimlicher Forscher. Ne, ich meine, ich habe ja Biologie auch studiert, aber nie nicht abgeschlossen. Aber ich habe das ehrlich gesagt nie studiert, aus beruflichen Gründen. Ne? Irgendwie, das klingt vielleicht ein bisschen paradox, aber ich hatte nie vor, als Biologe wirklich zu arbeiten. Das war so ganz abstrakt für mich, aber ich wollte studieren, weil es mich wirklich interessiert hat. Und es war immer so, naja, dann gucken wir, ne? Jetzt studiere ich es mal und dann gucken wir, was passiert. Ich hatte da nie so konkrete Pläne. Und ich meine, schaut mich an, hat irgendwas funktioniert. Irgendwie funktioniert immer irgendwas. Okay, scheinbar kann ich hier nicht wirklich was aufheben. Auch wenn jetzt habe ich irgendwas. Ich hätte schon gerne meine Schubflinte wieder. Verdammt. Ey, das ist jetzt wirklich so scheiße hier alles. Ich hasse es. Aber was ist jetzt das gleich nochmal hier? Zündergriff. Ich glaube, Zündergriff klingt wichtig, oder? Irgendwas müssen wir in die Luft sprengen wahrscheinlich. Aber was, wo? Ich find's cool, wie viele Zombies da sind. Und da ist auch irgendwas am Boden, ne? Yeah! Ja, okay, das brauchen wir wahrscheinlich auch.
Zünder. Zum Auslösen einer Explosion ist ein Zünder erforderlich. Ja, okay, gut. Den Zünder haben wir. Wo sprengen wir jetzt was? Schwere Barrikade. Oder brauche ich noch irgendwas anderes? Aber wie tief soll ich denn noch in die Zombie-Horde reinlaufen? Ich meine, da liegt noch ein Polizist, ne? Da wäre vielleicht noch interessant hinzulaufen, aber... Ah! Munition! Hi, Thomas! Schön langsam wird es hier ein bisschen brenzlig. Schnell, nimm das, was auch immer da ist. Viele Kabel. Viele Kabel und Zünder. Okay, ach, okay, ach, okay, puh. Oh Gott, das Spiel ist so stressig. Warum muss das immer so stressig sein? Bitte hör auf, so stressig zu sein, du Arschspiel. Und jetzt sprengen wir uns in die Luft. What the fuck? Moment mal, wer hat die Polizei das vermint oder so? Seit wann hat die Polizei irgendwie so... Ich guck euch die Löcher an, die Dinger in die Straße gesprengt haben. Was war das für Sprengstoff? Holy shit. Komplett bekloppt. Aber ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich mir denke, irgendwann müssen doch mal alle Zombies tot sein. Gibt's ja nicht. Meine Lieblings-Videospiel-Filmadaption. Definitiv der Mario-Film aus den 80ern oder 90ern. Der ist schon ziemlich großartig. Yesterday, just before dawn, the Pentagon announced that radioactive waste has been leaked throughout Raccoon City. In accordance with U.S. safety regulations, the city has been placed under quarantine and the army has been sent in to investigate and control the situation. Fortsetzung folgt. Naja, gut. So, wir haben es geschafft. Figur Alyssa, Schwierigkeitsgrad leicht. Ergebnis, Abschlussrate 35%. Spielzeit, Rang E. Ich glaube, E steht für elegant. 52,12. Spitzi! Warum steht da Spitzi? Ich nehme es mal als Kompliment. I guess. 3 von 3 haben überlebt. Spezialobjekte 0. Fertig ohne Schaden, fertig ohne Waffe, Ausrufezeichen. Das habe ich nicht gemacht. 878 Punkte. Spitzi! Gut, wir sind Spitzi, Leute. Freut mich. Das war's schon. Nee, Quatsch, das war eins der vielen Szenarien. Also, das ist ja gerade das Interessante an Outbreak vom Konzept her. Das würde ich mir eben genauso auch mal wieder in einem neueren Resident Evil wünschen. Wir spielen sehr viele unterschiedliche Kapitel von sehr vielen Personen, wie sie ihre letzte Nacht in Raccoon City verbringen quasi, ne? Das ist so das Konzept dahinter. Und, ja, genau. Das war jetzt das erste Kapitel der ersten Person im ersten Szenario. Die Person, wir dürfen uns das so ein bisschen aussuchen, die Person, die beim Ausbruch in der Bar war und was danach geschah. Und jetzt haben wir mehr. Und wir haben außerdem Bonusfilme und Kostüme und Szenario Eises Kälte. In und um Raccoon City, so dreht sich alles. Das E steht für Elite. Ja, glaube ich auch.
Ich glaube, das Ranking ist irgendwie so B, A, S und dann E für Elite. So. Wir entkamen den Zombies und gelangten in eine eisige Kelleranlage. Was steckt hinter den entfernten Schmerzensschreien? Huhuhuhu. Stimmungsvoll. Ich muss jetzt aber ganz kurz Pinkelpause machen und mir ein neues Getränk holen. Vielleicht meinen die das Getränk Spezi. Jetzt gehe ich mal nochmal kurz zurück ins Hauptmenü, weil wir haben irgendwelche Bonis bekommen. Die will ich auch mal kurz mir anschauen. Ich glaube, das war unter Sammlung, oder? Ich weiß nicht mehr, ob es für den ersten oder für den zweiten war, aber mit Cheats kann man da auch verschiedene Leute noch freischalten, die es im Spiel eigentlich gar nicht gibt, die nicht fertig waren. Und unter anderem Hank. Hank wäre mal eine spielbare Figur, oder zumindest eine spielbare Figur geplant gewesen anscheinend, aber wurde nicht fertig. Den kann man auch in den Files hier zum ersten Mal ohne Maske sehen. Nee, hier kaufe ich irgendwie nur Outfits oder so, oder? Ja. NPC in Ausbruch. Nein. Ja, okay. I guess. Ich könnte hier Sachen kaufen, aber will ich jetzt nicht. Kurze Pinkelpause und dann geht's gleich weiter. Ach so, weil vorher die Frage gestellt wurde. Entweder fangen wir jetzt dann mit Fallout 2 an oder wir spielen jetzt nochmal ein Szenario und gucken dann mal. Da wir jetzt heute mit Outbreak angefangen haben, könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht ein bisschen länger spielen als normal. Aber mindestens die letzte Stunde würde ich dann auf jeden Fall Fallout 2 spielen, weil da habe ich echt Bock drauf. Gerade jetzt hier diese neuen Gebiete, das Restoration Pack, der Restoration Mod hinzufügt oder restauriert hat und die neuen Quests, das gefällt mir gerade richtig gut, weil ich habe wirklich das Gefühl, für Fallout 2 ist irgendwie nach 30 Jahren Add-on erschienen und das ist richtig awesome gerade. Aber ja, bin gleich wieder da. So, ich habe da gerade was gesehen in dem kurzen Video, das da lief, während ich weg war. Ach so, ihr habt das ja gar nicht gesehen. Aber da hat jemand im ersten Level so einen Flammenwerfer, so einen kleinen Sprayflammenwerfer benutzt. Und jetzt denke ich mir gerade, hätte man das Insektenspray mit dem Feuerzeug kombinieren können, um einen Flammenwerfer draus zu machen, nämlich. Das wäre ziemlich cool eigentlich. Ja. Oh Gott. Man sieht da voll die Tipps. Guck mal, die verschieben das Auto und machen hier eine Barrikade. Okay, wisst ihr, ich kann mir vorstellen. Ich meine, wie alt ist das Spiel? Wann ist das erschienen? 2000? Irgendwie so. 2003. Ich kann mir vorstellen, 2003 hätte mir das Spiel wahrscheinlich auch noch sehr viel besser gefallen als jetzt. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es dann echt Spaß macht, die Kapitel immer und immer wieder zu spielen. Vielleicht auch mit anderen Figuren und eben solche Sachen rauszufinden, rumzuexperimentieren. Was bringen die Items? Was kriegen wir denn, wenn wir die Flasche finden und in diesem Gemälde vom Barbesitzer einsetzen und so weiter, wisst ihr? Da die auch relativ kurz sind, die Kapitel, kann man da auch mal schnell, wenn man eh schon weiß, wie sie gehen, rein und nochmal rumexperimentieren. Kann ich mir gut vorstellen, dass das früher echt Spaß hat machen können, viel. Also auch heute noch, aber oh, es ist irgendwie von der Steuerung und von allem her teilweise sehr altbacken und nicht auf eine nostalgisch gute Art. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe auch den Wassermelonen-Eistee. Wassermelonen, holy. Lecker, lecker. Ich habe überhaupt keinen Bock, jetzt mit der Steuerung in dem Spiel Hunter zu bekämpfen. Die Zombies konnte man ja eigentlich ganz gut ignorieren, aber ich glaube, Hunter, das wird nicht lustig. Outbreak. So spielen wir jetzt mal auf jeden Fall noch. Wow. Spielen wir auf jeden Fall noch das zweite Szenario. Oder habe ich jetzt gerade irgendwie in ein Kapitel reingeladen oder so? Ich weiß es nicht. Ja.
Ich habe anscheinend in ein Kapitel reingeladen. Das wollte ich nicht. Sie sind tot. Okay. Ich weiß jetzt nicht. Ich habe Angst, dass ich jetzt irgendwas überschreibe und dann können wir das zweite Kapitel nicht starten. Ich kann jetzt schon das zweite Kapitel starten, oder? Warum lädt das jetzt das erste Kapitel nochmal? Das will ich nicht. Nein, nicht laden. Keine Szenariodaten laden. Okay, passt. Dann spielen wir jetzt auf jeden Fall noch Eiseskälte. Cool, wir können aber auch tatsächlich jetzt, würde ich sowieso jetzt vorschlagen, in jedem Szenario eine andere Figur nehmen. Beim letzten Mal waren jetzt Mark und Xindi mit dabei. Ich nehme jetzt mal für Eiseskälte Kevin. Der hat von Anfang an eine gute Pistole. Yeah. Yeah, Kevin, let's go. Pistolen, Kevin ist am Start. Ich bin gestorben, weil meine Figur hat quasi den Willen zum Leben verloren, weil ich Spiel beenden gedrückt habe. No turning back now. But it'll all be worth it. Die saß jetzt noch in diesem Kämmerchen, in diesem Safe Room, als die Bombe hochging und Raccoon City zerstört wurde. So interpretiere ich das. Oh. Okay, cool. Wir haben den Arzt, die Rucksackperson, die Journalistin. Wir haben ein krasses Team irgendwie, ne? Aber wie jetzt die Gruppe hier reingekommen ist, das wissen wir gar nicht. Ja, stand da am Anfang, die sind vor Zombies geflüchtet in den Untergrund und fertig. Na gut. Ich müsste mal gucken, ob so Hinweise dafür gibt, welche Figur in welches Kapitel gehört. Ob so Kanon-Figuren für die Kapitel gäbe. Das wäre interessant. Da muss ich nachher mal gucken. Das würde ich dann in Zukunft nämlich machen. Kanon-Kapitel-Charaktere. Oh, der hat sogar die Pistole auf einem eigenen Slot. Ja, das ist aber, finde ich jetzt schon sexy, muss ich sagen. Okay. Eigener Slot für Pistole. Er hat ja auch ein Holster, ne? Logisch. Damit öffnet man wohl das Tor. Jetzt aber nicht nötig. Oh oh, ich wurde beschossen. Laborfrau! Monica? Monica. I didn't expect you to return. After your little incident, I assumed that you went and hid under a rock like the little child that you are. What is that capsule? Wait, wait! Hallo, Martin. Dankeschön. You are, aren't you? Oh, you are so? Stop it. I don't understand what you're talking about. Stimmt. Don't play the innocent little girl with me. You can't fool me. You could never fool genau, was wäre denn, wenn ich die Figuren nehme, die sowieso mit dabei sind? Habe ich dann weniger? Ist dann das Team kleiner? Give me your ID card. Weil dann sollte ich nicht die Story-Charaktere nehmen, ne? Weil offensichtlich hat sie hier eine wichtige Yoko, Rolle. You little lifesaver. I'm so glad we had this chance to catch up. Have a nice life. What's left of it. Naja, weil wenn die Story-Charaktere eh immer mit dabei sind, ne? Logischerweise. Wäre eh gut. Bedienfeld ist kaputt. Tür ist fest verschlossen.
Dann gehen wir mal dahin, wo Yoko lang gegangen ist. Das sind irgendwie diese typischen schräg fahrenden Aufzüge, die es nur in japanischen Videospielen gibt, oder? Metal Gear Solid, Resident Evil Zero, Resident Evil Outbreak. Ich habe sowas noch nie in Real Life gesehen. Normalerweise fahren wir jetzt ganz lang damit und dann fallen die ganze Zeit Gegner von oben auf die Plattform. Ah, aber in dem Fall gehen wir anscheinend durch einen Lüftungsschacht. Ein eigenes Videospiel, wenn ich machen würde. Boah, ich habe da ganz viele Ideen, ehrlich gesagt. Ich habe ja tatsächlich mal eine Zeit lang, aber das werde ich wahrscheinlich nie fertig machen, leider, an einem 2D-Plattformer gearbeitet. Ein Landsquid Bird Rider-Spiel. Ich hatte da so viele Ideen, die ich dann sehr schnell, sehr stark zurückschrauben musste, weil ich gemerkt habe, wie unrealistisch das ist. Das kriege ich alleine alles nicht hin. Und dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr, weil ich so viele Kompromisse eingehen musste, ne? Dass irgendwann einfach so nicht mehr Spaß war. Aber so ist das. Aber wenn ich jetzt komplett alles machen könnte, was ich wollte... Oh, das ist eine schwierige Frage, ehrlich gesagt. Ich könnte mich nicht entscheiden. Ich würde einen Resident Evil Fundraiser machen. Das wäre auf jeden Fall lustig. Evil Card. Aber einen richtig guten Fundraiser, so auf Mario Kart Niveau. Nur halt eben mit Resident Evil Charakteren. Aber in einem realistischen Stil, nicht irgendwie so Comic-Männchen oder sowas. Okay, Passcode haben wir nicht. Warnmeldung. Aha, wir haben jetzt eine Karte. Oder auch nicht. Hä? Es gibt jetzt auch ein Fanprojekt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das musste den Namen ändern. Das hieß ursprünglich Bloodborne Card. Ein Free-to-Play, also ein kostenlos runterladbares Spiel. Das wurde nicht verkauft. Ich glaube, jetzt heißt es irgendwie so Hunter Card oder so. Ich weiß es nicht mehr. Aber das hat quasi Bloodborne-Charaktere und Bloodborne-Ästhetik ist aber so ein Fundraiser. Habe ich nie gespielt, aber sieht schon lustig aus. Der hält die Pistole anders. Der kommt sich sehr cool vor hier. Unsere Hauptfigur. Irgendwer hat gerade geschrien um Hilfe. War das eine von unseren Figuren? Come on! Kommen Sie! Oh, guck mal, Blutspritzer an der Wand. Durch den durch. Das ist schön. Für so ein Spiel aus den frühen 2000ern ist das ein sehr schönes kleines Detail. Der Tyrant in dem Go-Kart, ja, zum Beispiel. Albert Wesker. Und dann aber auch so Go-Karts, wo man die Teile freischalten kann, die auch so ein bisschen Resident Evil-Thematik haben, voller Easter Eggs und so weiter. Wo es dann auch so Torsos gibt und Reifen und verschiedene Teile, die auch verschiedene Werte haben und so weiter. Und dann baut man sich seine eigenen Resident Evil Go-Karts und so. Der Kerl neben mir hat geschrien. Okay. Und auch die Items, die man dann benutzt, ne, die man halt natürlich für so einen Fundraiser braucht, die wären dann logischerweise natürlich auch irgendwie so Items aus den Resident Evil Spielen. So, ne, so. Nein, warte mal, ich will das nicht abgeben. Ich wollte das benutzen. Jetzt habe ich es abgegeben. Naja, dann whatever.
so offensichtliche Sachen wie Raketenwerfer oder Säuregranaten oder sowas. Aber vielleicht auch... Ich weiß nicht genau, wie man Kräuter gut einsetzen könnte. Man müsste sich da mal Gedanken machen, welche Mechaniken da interessant wären. Vielleicht hat man sogar sowas wie Lebensenergie. Man kann sich wirklich irgendwie umbringen. Fast schon so ein bisschen F-Zero dann. Na, keine Ahnung. Müsste man mal ans Reißbrett gehen und ein Konzept entwerfen dafür. Aber ich fände es lustig. Ich finde, das hat Potenzial. Ein Resident Evil Fundraiser hat Potenzial. Ein Kampfmesser. Ich glaube, ich bleibe bei meinem Eisenrohr, ehrlich gesagt. Mehr Reichweite. So, habe ich jetzt hier eine Karte oder nicht? Wie komme ich denn zur Karte gleich nochmal? Ah, okay. Der Raum ist noch rot. Heißt das, hier ist noch was zu tun? Mhm. Hier ist auch noch eine Tür. Kann das sein, dass wir hier in dem kleinen Raum noch nicht drin waren oder so? Muss ich nochmal zurück? Good. Ja, ja, ich denke mir das übrigens auch in den Cutscenes. Das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, aber auch für die Zeit sind die Cutscenes schon sehr gut. Sehr schön. Also das ist schon ein gut aussehendes Spiel auch. Hier, Outbreak, finde ich, für die Zeit. Das ist 1, yep. Das ist Outbreak 1. Eine Kombination aus Fallout und Baldur's Gate. Ja, weißt du, das fände ich auch geil. Fallout, also ein XCOM hätte ich gerne. Ein XCOM 2-artiges Spiel oder XCOM 1, also die Reboots von XCOM. Also ein rundenbasierendes Strategiespiel und so weiter. Aber im Fallout-Universum. Wäre so gut. Könnte man, das hat so viel Potenzial. Könnte man einen Bruderschaftsaußenposten spielen, der irgendwie so abgeschnitten ist von anderen Bruderschaftsaußenposten und man muss vor Ort rekrutieren, man muss Ausrüstung beschaffen, man muss Technologie, die man findet, quasi im Grunde reproduzieren. Oder erforschen, besser gesagt, um neue Sachen zu produzieren und so weiter und so fort. Das würde so gut funktionieren. Kann man natürlich theoretisch mit jeder beliebigen Fraktion machen, aber ich glaube, die Bruderschaft wird sich da schon sehr gut anbieten. Ja, ich gehe nochmal, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, wo wir jetzt nochmal hingehen. Blaue Türen kann ich öffnen, oder? Weil dann gehe ich jetzt quasi mal da unten zu dem einen Raum, wo wir noch nicht waren. Ein Resi-Prügelspiel. Na, das gibt's ja schon fast. Es gibt ja immer wieder diese Capcom-Versus-Spiele, diese Marvel-Versus-Capcom zum Beispiel, wo dann eben sehr viele Marvel-Charaktere gegen sehr viele Capcom-Charaktere prügeln können. Und da sind immer auch ein paar Resident-Evil-Figuren dabei. Ich glaube, Chris ist da, glaube ich, immer dabei so ziemlich, aber manchmal auch so der Nemesis oder so. Und andere haben dann zumindest so Gastauftritte, wenn sie schon nicht spielbar sind. Also wenn du mit Resident Evil-Figuren prügeln willst, dann gibt's tatsächlich da schon Spiele dafür. Moment, bin ich. Okay, wieder zurück. Wo ist eigentlich, irgendwie ist dauernd nur der Arzt bei mir. Wo sind eigentlich die anderen beiden? Also, ich laufe durch die andere Tür, nicht die. Es gibt nur zwei. Ich hatte eine 50-50 Chance und ich hab's vermasselt. Ja, ja, das hat sich nicht auf deine Idee, auf deins bezogen, Lucky. Das können sie schon in Outbreak 1. Dass sie einem durch Türen folgen. Da müssen wir gar nicht bis zum zweiten warten. Das machen sie hier auch schon. Gehe ich jetzt richtig? Eigentlich schon. Hä? Aber da waren wir doch schon. Von da sind wir doch gekommen ursprünglich, oder? Spinne ich jetzt? Der Ventilator weht mir die Haare um die Ohren.
Nee, hier waren wir noch nicht. Hier ist eine Schreibmaschine, die ich leider irgendwie nicht benutzen kann. So. Nelana just resubbed vor 4 Monats. Juhu! Nelani, vielen, vielen Dank für deinen Resub. Der Efeu blockiert die Leiter. Soll ich mal eine gefrorene, vereisten Schraubschlüssel hier benutzen? Wahrscheinlich muss ich hier irgendwas machen mit diesem Loch, ne? Hallo? Laden wir jetzt nach oder nicht? Da gehört doch Pistolenmunition rein, oder? Nein, 45er gehört da rein. Keine Pistolenmunition. Deswegen kann ich nicht nachladen. Warum kann man eigentlich Sachen nicht ablegen? Aber ehrlich gesagt sehe ich nicht, wo die Pflanze die Leiter hier blockiert. Aber gut, meinetwegen. Meinetwegen blockiert die Pflanze halt das Efeu. Okay, wir brauchen irgendwas. Aber wirklich, wo sind denn jetzt die anderen Charaktere? Come on! Aha. Come on! Yes. George! Alyssa! 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 Sean! Alyssa! Wo ist denn Alyssa? Oh, jetzt habe ich keine Waffe mehr ausgerüstet. Warum? They're not stopping. Okay, was liegt hier in der Ecke nochmal? Eine Pistole. Ja, okay. Mit der Pistole könnte ich zumindest auch mit der Pistolenmunition schießen, ne? Die Tür wurde zerfetzt. Okay, also wir brauchen jetzt entweder einen Code für den Hauptcomputer oder irgendwie so eine Art Kurbel oder sowas. Eins von beiden muss irgendwo zu finden sein. Aha, das Bedienfeld ist zugeschraubt. Nein, komm schon. Verarsch mich nicht. Natürlich kann ich den benutzen. Muss ich den erst irgendwo auftauen oder so? Ach komm. Ich mag aktuell ehrlich gesagt ganz gern, dass das Kapitel ein bisschen rätselbasierender ist. Ein bisschen rätsellastiger. Und nicht so Action wie das erste. Das finde ich gerade angenehmer tatsächlich. Alyssa! Wir haben irgendwie Alyssa verloren, aber Alyssa ist doch nicht tot, oder? Wir hatten kaum Gegner. Wer hätte denn Alyssa töten sollen und wo und wann und wie? Ich verstehe es nicht. Genau, die Medikamente, die ich jetzt gerade genommen habe, die stoppen jetzt quasi die Infektion ein bisschen. Heilen können die nicht, aber immerhin haben wir ein bisschen mehr Zeit, um uns jetzt hier umzuschauen. They're not stopping. Ja, genau, Heavy Rain. Ist das schon? Aber es ist natürlich auch schön, dass im Fallout 4 der auch so heißt und dann... Ne? Ja. Aha! Das ist Wo ist da ein Yokos Laborkittel? Ah, ich dachte, ich habe schon überall hingeklickt. Jetzt habe ich hier... ein Kittel. Okay, aber vielleicht ist das nur so ein Bonus-Item, ne, das ich jetzt hier gefunden habe.
Kann ich nicht den Anrufbeantworter abhören? Der blinkt so. Nee, ich kann nur das Kampfmesser nehmen. Bei dem Fernseher kann ich auch wirklich nichts machen, oder wie? Monitor zeigt nichts an. Monitor zeigt nichts an. Und kugelsicher ist er auch noch. Wenn Alyssa jetzt hier wäre, könnte die vielleicht den Spind hier aufbrechen, aber ich weiß nicht, wo Alyssa ist. Sehe ich die auf der Karte? Auch nicht wirklich, oder? Ah, mehrere Stockwerke. Mhm. Oh, okay. Ja, okay, das ist größer hier, als ich dachte. Aber wie kommen wir hier weiter? Ich verstehe das nicht. Wir haben hier noch ein paar Waffen rumliegen. Ich kann leider die Sicherungskästen nicht mit meiner Ding öffnen. Ich habe keine Ahnung, wo Alyssa ist, die ich vielleicht auch brauchen könnte hier. Gerade jetzt vor allem in dem Raum. Da ist eine Fernbedienung, oder? Ist das auch nur... Da ist was! Ah, ein Heilspray. Ah, nein. Ich dachte, ich kann da jetzt wirklich irgendwas nehmen. Aber da geht immer nur auf das Heilspray da. Schade. Ja, die Leiter runter geht ja nicht, weil es von den Pflanzen blockiert ist. Aus irgendeinem Grund. Wir brauchen irgendwas gegen die Pflanzen. Wir brauchen entweder einen vierstelligen Code, irgendwas gegen Pflanzen, oder eine Kurbel. Oder eine Möglichkeit, um mein Werkzeug aufzutauen. Weil ich schätze mal, ich kann es vielleicht nicht benutzen, weil es vereist ist. Weird, ne? Aber... Oder Zerschneider, ja genau. Naja, schauen wir uns einfach nochmal um. Ist ja gerade chillig hier. Haben wir keinen Stress. Also. Bedienfeld. Es ist zugeschraubt. Das Spiel sagt mir, es ist zugeschraubt, ne? Sollte man meinen, dass man es aufschrauben kann, aber scheinbar nicht mit dem vereisten Schraubschlüssel. Hier ist nix. Hier war die Karte. Hier sind nur Bildschirme mit einer Warnmeldung. Hier können wir uns mit einem vierstelligen Code einloggen, den wir noch nicht kennen. Was gehört wohl in dieses Loch? Ein Notausgang. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Und wo ist zur Hölle Alyssa? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? War da irgendwas in der Cutscene? Ich habe ehrlich gesagt nicht aufgepasst. Und wo ist eigentlich Yoko? Eisenrohr. Das Eisenrohr ist halt, glaube ich, wirklich nur eine Waffe, ne? Ich glaube nicht, dass das irgendwie wichtig ist für irgendwas. Er hätte auch ein Eisenrohr. Ich glaube, das ist nur eine Nahkampfwaffe. Die Tür wurde zerfetzt. Jetzt versuche ich mal schnell was. Moment. Hätte ja sein können. Okay, können wir hier auch nichts machen. Auch den Zettel können wir nicht lesen. Die roten Knöpfe hier in der Wand können wir nicht benutzen. Und den Feuerlöscher auch nicht. Oh, ich dachte schon, da kommt ein Zombie auf mich zu. Das Kästchen macht auch nichts. Was macht denn hier was? Was habe ich denn übersehen? Warum stehe ich denn hier so auf dem Schlauch? Was ist los? Man sollte den Cutscenes schon aufpassen. Ach, nie. Mache ich nie. Cutscenes die halten mich nur vom Spiel ab. Okay, wartet. Es gibt eine Sache, die ich noch nicht versucht habe, auch wenn ich es ein bisschen weird finde. Na, hätte ja sein können, ne? Dass die Pflanze einfach auf Schüsse reagiert. Musik.
Okay, warte mal. Gib mir mal die Eisenstange. Ich... Keine Ahnung. Ich bin jetzt gerade am Verzweifeln hier. Nee, ich kann die nicht mal benutzen. Ich kann die nur kombinieren, aber mit was? Oder ausrüsten. Ich kann natürlich mal versuchen, mit der Eisenstange gegen alles zu hauen. Aber ich denke, das wird uns auch nicht weiterbringen. Warum komme ich nicht weiter? Vierstelliger Code. Wo? Ich habe noch keine Dokumente gefunden, oder? Nee, wir haben noch keine Akten. Na gut, die zerfetzte Tür kriegen wir wohl nicht so einfach auf. Die ist auch nicht auf der Karte eingezeichnet. Ich glaube, die können wir vergessen. Ja, dann schauen wir nochmal zurück. Wisst ihr was? Warte mal. 4 hoch 9, oder? So viel Kombinationsmöglichkeiten gibt es bei einem vierstelligen Code mit 9 Zahlen. Wir könnten einfach mal alles durchprobieren. Vielleicht dauert es noch ein paar Jahre, bis wir es haben. Oh nein! Hä? Ich dachte schon. Jetzt geht sie auf. Weil, guck mal, die reagiert. Warum reagiert die Tür auf Schläge? Kann ich die aufhauen? Irgendwie nicht wirklich, ne? Ach, nein! Was? Ey, das finde ich so dämlich. Das finde ich so dämlich. Ohne Scheiß, sowas finde ich so dämlich. Wenn ich die Scheißtür anklicke, steht da, sie ist zugeschraubt. Und dann gibt mir das Spiel einen Schraubschlüssel. Und ich kann ihn nicht benutzen. Und die Lösung ist dann, dass ich mit der Eisenstange dagegen haue eine Viertelstunde. Was soll denn das? Aber okay, wir haben es jetzt rausgefunden. Ich speichere mal. Aber was zur Hölle? Das ist mal ein weirdes Rätsel, oder? Vielleicht gibt es ja verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Naja, okay, dann hauen wir jetzt mal nochmal. Dann hole ich jetzt... Oder warte, vielleicht brauchen wir die Eisenstange gar nicht. Ansonsten hole ich die zweite Eisenstange aus dem Flur und dann hauen wir die andere Tür auch mal noch auf. Ah, come on. Thank you. Nee, das funktioniert irgendwie nicht. Na, doch, ich glaube, es funktioniert auch so. Okay. Dann machen wir uns mal die Schulter ein bisschen nachhaltig kaputt. Das soll Jan Souvenir hier mitnehmen. Kann sich nur am Stunden halten. Heilen. Naja. Dann trinke ich mal einen Schluck Melonen-Eistee. Ah, guck mal. Und hier haben wir aber nichts tatsächlich. Der ist vollkommen umsonst. Na gut. Ich trinke trotzdem mal einen Schluck. Trinken nicht vergessen. Na gut, dann können wir jetzt hier wahrscheinlich irgendwie was kurbeln, damit die Pflanze kaputt geht oder so. Warte mal, kann ich hier auch was kurbeln vielleicht? Tatsächlich. Ich könnte jetzt hier auch kurbeln. Jetzt muss ich aber mal gucken, weil es definitiv mindestens noch ein anderes Loch gibt, wo ich kurbeln könnte. Mache ich erstmal, bevor wir da durchgehen. Einfach eine Viertelstunde dagegen hauen und dann kriegt man das Rad. Also da hätte ich jetzt echt nie dran gedacht. Also habe ich offensichtlich, ne? Aber ja. Ganz genau. So, gucken wir mal, was jetzt hier passiert. Eventuell sagt er mir nicht, ich kann nicht kurbeln wegen Pflanze. Okay, geht wirklich nicht. Where's everyone going? Bingo. Na gut, okay, wahrscheinlich müssen wir unten erst irgendwas machen, dass die Pflanze stirbt. Okay, gut.
Gewalt ist immer die beste Lösung, ja. Offensichtlich. Dann gehen wir jetzt runter die Leiter. Was liegt hier denn noch? Wartet mal. Pistolenmunition. Kann ich die stapeln? Anscheinend. Okay, cool. Dann let's go, Kevin. Ab geht's. Hinab in die Dunkelheit. Verzeihung. Hi, Alfred. Oh, guck mal, hier sind die Waschmaschinen. Hier haben die Leute ihre Sachen gewaschen. Am Board, an welchem Board, hängt eine Notiz. Umb Nummer 20, Umb Nummer 3. Ah, guck mal! VP0117. Färbt sich beim Mischen braun. Stärkerer Unkrautvernichter. Sehr wirksam. Aha, ich verstehe. Da haben wir. Okay. Also 20317. Muss ich mir mal irgendwo aufschreiben. Damn it, help me! Notiz. Grund verschiedener Vorfälle, Material, Passcode-System. Hilfe dieses neuen Systems öffnen und schließen, Schranktüren überwacht. Materialmissbrauch reduzieren, gleichzeitig unsere Chemikalien, Woche beendet, bla bla bla. Rechtliche Schritte 06000634. So. Let's go. Dann gehe ich gleich nochmal hoch und gebe den Code ein. Oder wollen wir uns hier nochmal kurz umschauen? Hier ist anscheinend ganz schön viel Zombie-Action. Sonst noch was? Theoretisch ist hier noch viel, ja. Aber jetzt gehen wir erstmal oben den Code ein. Die Kameraperspektive war irgendwie anders, oder? Ach, ja, genau. Also, 0... Oh Gott! Das sind auch Buchstaben. Ja, dann hätte das ein bisschen lang gedauert, bis wir alles durchprobiert hätten. Eher so ein paar Jahrhunderte wahrscheinlich. Falscher Code! Damn it, sie haben mich belogen. Ja, dann... Okay. Dann ist der Code wohl für was anderes. Dann gehen wir nochmal runter. Ja, das ist sehr ähnlich wie dieses Recholt, aber ein bisschen anders, ne? Glaube ich. Also, die Zutaten sind definitiv anders. Aha. Muss ich jetzt die ganzen Chemikalien nehmen? Ich kenne die Skizze schon, okay. Hallo. Ich hab dich schon vermisst. Alissa, du benutzt dein Kraut einfach, wenn du es brauchst, oder? Können die keine Kräuter mischen, die Bots? Das wäre irgendwie so gut, wenn die das könnten. Hey, gib mir mal deine Pistolenmunition. This is it. What's happening? Yes. Was haben wir denn da? Ein großer Glaskasten. Ob die Wesen darin lebendig sind? Wenn wir Pech haben, finden wir es noch raus. Gab es da irgendwie eine Cutscene, dass die irgendwo runtergefallen ist oder so? Vielleicht. Ich glaube, ich behaupte jetzt einfach.
Der Türsound ist aber 1:1 aus Resident Evil 1 oder 2, ich weiß es nicht, aber die Umbrella-Labortüren. Das ist aber genau die gleiche Soundfile, oder? Da hat jemand sehr viel Pizzen bestellt. Graue Chemikalie. Soll ich die einfach mal mit dem mischen? Nee, jetzt habe ich sie getauscht. Shit. Ach, schon. Jetzt weiß ich nicht, was was ist. Oh, das ist ja gemein. Okay, ich nehme die mal mit. Okay, jetzt. 0. 6. 3. Und 4. Tada! Okay, da weiß ich jetzt, dass es VP17 ist, aber was gelb und was grau ist, weiß ich nicht. 17 brauchen wir definitiv. Ah, ich kann die gar nicht kombinieren. Ach. Was mache ich dann bitte mit der gelben und der blauen, grauen Chemikalie? Ich dachte, das wären schon die Stoffe, die wir brauchen, ne? Ich glaube, dann lege ich die jetzt mal wieder ab. Auf die Gefahr hin, dass wir die später brauchen werden. Nee, wisst ihr was? Ich habe eine viel bessere Idee. Auf die Gefahr hin, dass wir sie später brauchen werden, werde ich die jetzt nämlich den anderen in die Hand drücken, einfach mal, die Chemikalien. Die soll bitte irgendwer anders nehmen. Und dafür hat er mir jetzt die leere Pistole gegeben. Naja, gut. Damit wir die wenigstens noch in der Nähe haben, falls wir sie... Ah, es gibt... ja, gut. Würde ich auch so machen. Alissa, nimm du auch mal eine, komm. Nimm du auch mal eine Chemikalie. Gut, so machen wir's. Dann kann ich nämlich meine Munition wieder irgendwo aufheben. Ne, blaues Kraut. Wo habe ich meine Munition abgelegt? Ach, ich habe die Munition. Was habe ich denn dann abgelegt? Ich glaube, ich habe irgendwo noch ein Heilspray rumliegen, ne? Ja, egal. Okay, warte mal, aber das blaue Kraut könnte ich zumindest mal mit dem hier mischen. Okay. Hier haben wir jetzt was gemacht, ne? Gehen wir mal den anderen Weg. Schauen wir mal. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ich weiß jetzt nicht, für was die graue und gelbe Chemikalie ist, aber wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir bis jetzt nur eine von drei Komponenten, die wir brauchen fürs Pflanzengift. Oh, hallo. Oh Gott. Da liegt jemand mit Rucksack. Ist das... Oh Gott. Ist das unsere... Wie heißt sie? Yoko? Shit. Ich hoffe nicht. Das ist ja übel. Ich glaube, da liegt Yoko. Haben wir zu lange gebraucht, um drauf zu kommen, dass man die Tür eintreten muss. So, da geht's lang. Was denn da? D
Die laufen so, als ob die wüssten, wo es lang geht. Ich bin gespannt, wo wir jetzt hingehen. Ich bin einfach euch nachgelaufen. Okay, gut. Entsorgungsraum. Oh oh, Alarm. Alarm! Dickes Glas. Okay, das kann ich doch gleich mit dem kombinieren, oder? Ja, jetzt haben wir hier... Nee, jetzt habe ich es ausgetauscht, oder was? Nicht überreichen, aufhören. Hilfe, kombinieren. Ja, gut. Okay, gut. Aber dann fehlt jetzt immer noch, das ist der erste Teil, dann fehlt jetzt immer noch eine Komponente, oder? Ah, doch, es ist Weechold. Kann ich das jetzt hier gleich verwenden an den Wurzeln hier? Nee. Okay, wir haben schon Weechold hergestellt. Ich dachte, wir haben irgendwie drei Komponenten. Ich weiß nicht, was das für ein Dokument war mit 2073. Aber okay. Gut. Auch okay. Beschwere ich mich nicht. Wohin damit ist jetzt die Frage, ne? Das ist jetzt die Frage. Benutze ich das da oben, wo ich nicht weiter konnte bei der Treppe? Wahrscheinlich nicht. So wie wir Weechold kennen, müsste man das wahrscheinlich irgendwo in Wasser schütten, wo die Wurzeln sind. In die Wasserwurzeln. Man kennt's. Hä? Da waren wir schon? Angeblich? I doubt it. Ah, warte mal, das ist das Treppenhaus. Ja. Der Leiterraum. Wir sind jetzt nur in einem anderen Stockwerk. Oder? Zombie oder... Ich will nicht sterben. Bitte, Erste-Hilfe-Spray. May I have it, pretty please? This is it! Ausrüsten, schätze ich mal. Wartet mal. Bitte, Erste-Hilfe-Spray. Ich habe mein Möglichstes getan. Tut mir wirklich leid jetzt. Ich weiß es jetzt auch nicht. Oh, und da werfen wir Weechold rein. Komm. Reinwerfen. Eine riesige Pflanze. Und... Ah, tatsächlich. Ich dachte ehrlich gesagt, dass das jetzt schon eine lustige, dämliche Lösung ist, dass wir das einfach da in den Mund werfen. Aber nein, es ist tatsächlich so. Cool, Pflanze ist tot. So, und jetzt, lasst mich raten, brauche ich aber die Kurbel. Und dafür müssen wir jetzt nochmal zurück. Und ja, ich weiß nicht, ich habe dich eingesprüht, von oben bis unten. Ich habe vielleicht ein bisschen an dir vorbeigesprüht. Ich gebe es dir ehrlich zu. Aber ich habe mein Möglichstes getan. Sprühtechnisch. Ich bin immer ein Polizist und kein Sprühmeister. Ich freue mich jetzt schon auf Oscar. Ja, auf den freue ich mich auch. Auf Oscar im zweiten Teil. Der zweite Teil ist sowieso... Also da bin ich wirklich gespannt drauf. Da habe ich auch Bock drauf. Das finde ich auch cool, dass da... Jetzt nehme ich nochmal ein Spray mit. Dann versuchen wir es nochmal. Die Idee, dass ein Zoo infiziert wird und dann die ganzen Zootiere Zombie-Zootiere werden, die ist so gut. Das ist so offensichtlich, aber so gut für ein Videospiel. Ne? Das macht so Sinn. What
happening? Weiß ich nicht. Here! Never. So, ah, jetzt überreichen. Okay. Sie haben mich gerettet. Hier, nimm das. Aha, Gewehr. Carter, nein, bitte nicht. Du kannst das jetzt nicht machen hier. Auf die Tastatur legen. Und so. Hat nicht irgendwer Munition dafür? Ich tendiere dazu, dass ich das Gewehr abgebe tatsächlich, weil ich so viel Pistolenmunition habe. Ach so, Alice hat auch eine Pistole. Ne, dann ist es okay. Aber hier, ja, unser Arzt hat aktuell keine Waffe. Nimm dir doch mal die Schrotflinte. Na, guck. Dafür gibt er mir wieder die nutzlose graue Chemikalie. Na dann. So, jetzt können wir hier kurbeln. Ich verstehe immer noch nicht, inwiefern die Pflanze bitte die Leiter nach unten blockiert hat, aber es ist ja auch wurscht. Hätte mir auch nichts geholfen. Ja, klar kommen noch Fallout-Lore-Videos. In letzter Zeit bin ich wirklich nicht so viel zum Videoproduzieren gekommen, aber... Ich habe jetzt die Woche wieder angefangen mit der Maschinerie. I don't believe this. Something else I have to fix to get out of here. Die letzten zwei Monate waren wild. Oh oh, irgendwas Großes oder so ist gekommen. Irgendwas Nicht-Zombiges, glaube ich. Vielleicht hätte ich die Schubflinte doch behalten sollen. Kletter, 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 kletter. Hä? Wer hat denn da gerade die Tür unten genommen und warum? Ich speichere mal hier auch nochmal, wartet mal. So. Gucken wir uns mal auf dem Stockwerk um. Oh Gott, Verzeihung. Der ist mir entwischt, der Huster. Der Husterich. Wartet mal, ich will da noch gar nicht rein. Ich wollte nur mal gucken, ob es überhaupt geht. Verdammt. Da lag noch was. Wo sind wir denn jetzt? Ja gut, okay, keine Ahnung. Dann laufe ich hier mal lang, wenn wir schon da sind. Nein, 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 nein! Hör jetzt auf! Ich wollte doch... Da liegt doch... Oh, es ist was. Ich meine, ich bin ein bisschen selber schuld. Aber ich will ja immer nur testen, ob man durchkriechen kann. Ich erwarte so eine Meldung wie, oh, ein Schacht, wollen wir durchkriechen? Damit ich Nein sagen kann. Ich will ja nur wissen, ob es geht. Eine Notiz auf dem Boden. 11. September, 13.30 Uhr, Gäste 4. Suche nach Möglichkeiten durchzuführen. Zugangsname Gast, Passwort keins. Okay. Gast. Ah, ja, ja, das stimmt. Das gibt's auch noch, das Video. Ein Zivilist, was hat er hier zu suchen? Keine Antwort. Er hat wohl das Bewusstsein verloren. Okay. Ein Bedienfeld. Oh, da fallen stinky Würmer von der Decke. Elektronisch verschlossen, Kartenlesegerät. Okay.
Haben wir noch nicht. Aber weiß ich das auch. Bum, bum. Ich würde das Kapitel hier echt gerne noch beenden, aber wenn wir es bis 10 nicht geschafft haben, dann wechsle ich auf jeden Fall zu Fallout 2. Damit es sich lohnt, dass wir das noch starten. Boah, hey, wir haben gerade 146 Abos. Hatten wir jemals so viele? Wow. Crazy. Ich habe mal gesagt, ich glaube, und das, da halte ich auch noch fest, dass wir noch einen dritten Bonus-Stream, also noch einen dritten Stream einführen, wenn wir mal 200 knacken. Monatlicher Passcode. Mit dem ersten dieses Monats Einstellung für den Passcode geändert. Code des letzten Monate um 0.00 Uhr am Tag der Einführung neuer Passcode wirksam. Okay, okay, okay. Computerraum 5. Oh Gott, oh Gott. So viel Passwörter. J126 und D580. Die brauchen wir eventuell noch. Wir sind noch dabei. Du hast es noch nicht verpasst. Und außerdem, ne, wie immer, kommt er auch noch auf YouTube. Auch die von letzter Woche, die habe ich nur vergessen. Oder bin ich mehr dazugekommen. Die sind schon fertig hochgeladen, aber noch nicht veröffentlicht. Aber die kommen die Tage. Das wird jetzt ein langes Wochenende. Da kommt dann übers Wochenende jeden Tag was Neues. Ist ja auch nicht schlecht. Na gut, dann gehen wir mal nochmal ein Stockwerk höher, oder? Jawohl, fusioniert. Ja, 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 ja. Matthias, das Silent Hill 2 Remake werden wir definitiv spielen, wenn es rauskommt, auch auf Twitch hier. Da werde ich bestimmt auch auf dem Kanal vielleicht ein, zwei Videos dazu machen, aber definitiv auch hier Let's Play, Stream, Dingens. In irgendeiner Form. Ein vereister Hunter. Oh, man kann auch kicken, wenn man zielt. Wieder was gelernt. Noch ist er vereist. Tür ist kaputt. Leeres Farbband. Der Dürre 1 has gifted 10 Subs to viewers. Oh, der Dürre, vielen, vielen Dank für 10 Subs. Holy moly, dankeschön. Das ist super duper nett von dir. Dann, 10, dankeschön. Ein Spezialobjekt war das wieder. Das sind, glaube ich, so Bonusdinger, ne? Hm, okay. Mega cool, 156. Das ist definitiv neuer Rekord, oder? Auf Twitch hier. Ich glaube schon. Uiuiui, ui, ui, die tauen jetzt dann gleich alle auf. Nee, nee, wir waren noch nicht im Krankenhaus. Wir waren jetzt nur in der Bar. Oh, Motte. Wir waren nur in der Bar und jetzt hier in der Untergrundbasis. Im Nest. Ich schätze mal, dass wir hier im Nest sind. Wahrscheinlich, ich bin mir nicht sicher, die Pflanze sah halt genauso aus wie die Resident Evil Pflanze auch, ne? Aber vom Ort her weiß ich jetzt nicht, aber weiß ich ja auch nicht. Weiß nicht genau, wo wir hier eigentlich genau sind. We're screwed. Screwed sind wir anscheinend. Hey, wo ist er eigentlich? Warum sind wir schon wieder nur zu zweit? Und warum ist ja alles eingefroren? Bedienfeld für die Drehscheibe. Was liegt da am Boden? Der Schlüssel für die Drehscheibe. Na, sieh mal einer an. Was für ein Zufall. Die Scheibe bewegt sich nicht. Wahrscheinlich, weil sie eingefroren ist. Das habe ich irgendwie noch nie so ganz verstanden. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht ganz hinterfragt. Aber warum ist hier
so eine Lokomotive, mit der man hier runterfährt, ne? Warum sollte man mit so einer Lokomotive irgendwie in den Untergrund fahren? Na gut, dann sieht man nicht, was ausgeladen wird. Aber man fährt ja nur mit der Lok. Es ist ja nicht so, als würde man hier irgendwie mit Waggons reinkommen. Komisch, weiß ich nicht. Hey Carter, müsst ihr jetzt alle hier auf der Tastatur rumtanzen? Come on. Ja, genau. Haben wir wieder einen Effekt gefunden. Katzen einfach, ne? Ah, habe ich nicht mehr versucht, ehrlich gesagt, Fallout London. Habe ich nicht mehr versucht, zum Laufen zu bringen. Können wir hier jetzt eigentlich gar nichts machen gerade? Kann das sein? Irgendwie nicht, ne? Wir haben jetzt den Schlüssel, aber der Schlüssel passt nicht oder beziehungsweise ist alles noch gefroren. Ah, es gibt natürlich noch einen dritten Weg. Hä, aber das ist doch von der Architektur her anders als in Resident Evil 2, oder? Wir sind doch nicht im exakt... Oder sollen wir hier im exakt gleichen Ort sein, wie wir in Resident Evil 2 das Labor betreten? Ich könnte es jetzt gar nicht hundertprozentig sagen. Ich meine, die... Und vor allem, wann sind wir dann lange vor Leon hier oder so, weil alles vereist ist? Oder wie ist das so chronologisch jetzt hier einzuordnen? Muss ja fast, ne? Dass wir, wenn, dann vorher hier sind. Okay, gut. Bekommt man Fallout London auch als Konsolengamer? Bezweifle ich stark. Fallout ist zwar auch auf zumindest der Xbox vor allem, also auf der PlayStation kann man es gleich vergessen. Ich kenne jetzt keine Pläne und weiß nichts drüber, ehrlich gesagt, aber ich bezweifle stark, dass Fallout London auf den Konsolen funktioniert, weil das ist ja wirklich eine Total Conversion und nicht einfach nur irgend so ein Mod, den man auch auf die Xbox laden könnte. Deswegen kann ich es mir nicht vorstellen. Wenn, dann sowieso nur Xbox. Auf der PlayStation ist das, glaube ich, sowieso technisch komplett unmöglich. Und ich glaube auch. Ich glaube auch nicht auf der Xbox. Der Hebel ist eingefroren. Ja, aber wie kriege ich denn das Eis weg? Verdammt nochmal! Zu groß leider. Haben die da schon was dazu gesagt? Okay. Ich kann es nicht fassen. Ich habe eine Idee. Wir haben ja einen Code gefunden. Auf der Xbox können Mods nicht größer als 3 GB sein. Okay. Theoretisch könnten die dann vielleicht einfach ungefähr 500 kleine Mods anbieten, die man alle installieren muss auf der Xbox. Der Reihe nach, so in der richtigen Reihenfolge. Das könnte theoretisch funktionieren vielleicht. Oh ja, okay. Morgen ist wieder Crow Country geplant. Da habe ich ganz schön Bock drauf, das weiterzuspielen. Das gefällt mir wirklich gut. Finde ich schade, dass wir da so eine lange Pause hatten. Okay, Kartenlesegerät. Aber jetzt pass auf. Ich glaube, ich weiß schon, was wir jetzt als nächstes machen. Ich gehe mal nochmal zurück zum Treppenhaus, weil wir haben jetzt den Code für den großen Hauptcomputer. Und ich weiß noch nicht, was passiert, wenn ich den drücke. Eventuell wird dann alles enteist und dann macht Sinn und bla 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 und ne, bliblablub, ihr wisst schon. Progression. Ah, guck mal, wer da ist. Wo warst du denn, Arzt? Moment mal. Ja, da müssen wir lang. Ja, das hat mir auch gefallen. Ich bin gespannt, ob wir das vielleicht durchspielen können morgen. Aber mal schauen. Don't touch me. Das war jetzt ein bisschen gemein. Nee, hier bin ich wieder falsch. Hier sind wir wieder beim eingefrorenen Aufzug. Ja, Quatsch, nee.
Auf Stalker 2 bin ich auch sehr gespannt. Das hätte man auf der Gamescom auch anspielen so können, aber mir war die Warteschlange zu lange. Ich weiß gar nicht, ob man es anspielen hätte können oder ob es nur ein Video war. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber so oder so war es mir das nicht wert. Stalker 2 hüpfen no. Hier und dort und überall. Auf Fallout New Vegas freue ich mich auch schon. Aber gerade bin ich noch wieder voll im Fallout 2 Fieber. Ich glaube, es ist wirklich, es wechselt quasi stündlich bei mir. Aber aktuell würde ich tatsächlich wieder sagen, dass Fallout 2 mein absoluter Lieblingsteil ist. Sogar noch vor New Vegas. Südlicher Korridor, na dann. Gerade jetzt der Restoration-Mod. Oh, wo kommst du denn her? hat meine Fallout 2-Leidenschaft wieder geweckt. So, jetzt passt mal auf hier. Jetzt bin ich gespannt. Also, jetzt probieren wir mal. Es ist entweder J126. Ah! Computerraum wurde geöffnet. Ach, muss ich die beide hier eingeben? Ich glaube zumindest, oder? Oh Gott, höre ich da Zombie-Schritte auf mich zukommen? Ja, höre ich. Arsch. Ich bin hier gerade beschäftigt, verdammt. Also nochmal. D. Also 3, 4, 5, 8, 0. Jawohl, Rolllade 17 geöffnet. Rollade. Okay, wir haben irgendwelche Türen geöffnet. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, welche. Wir müssen jetzt einfach, glaube ich, nochmal alle Stockwerke der Reihe nach abklappern, ne? Dann finden wir schon die richtigen. Irgendeine Tür und irgendeine Rollade ist jetzt offen. Ah, ich glaube, die Rollade weiß ich schon, aber die Tür, da bin ich mir nicht sicher. Oh shit, unsere Infektion ist schon auf 60%. Schön langsam müssen wir uns echt beeilen. Damn. Okay, aber ich denke, wir schaffen es jetzt leider nicht mehr heute, da fertig zu werden. Deswegen machen wir jetzt hier mal Schluss. Kurz, schnell. Speichern nochmal hier auch bei mir. Und dann machen wir eine kurze Pause, 5 Minuten oder so. Und dann spielen wir noch eine gute Stunde voller 2, damit wir das die Woche auch auf jeden Fall gespielt haben. Ich hab Bock. Na schön, muss ich mir von den Passwörtern noch irgendwas Langzeit notieren? Ah. Kugelschreiber. Outbreak, Moment. Was wir nämlich, glaube ich, noch brauchen könnten, ist... Ich will Outbreak. Ich schreibe Outbreak immer, immer, immer falsch. Anstatt das EA zu schreiben, Break, E-A-K, schreibe ich immer... Ich will immer... Wie will ich es immer schreiben? B-A-B-B-R-A-K-E. Genau. B-R-A-K-E will ich es immer schreiben. Was nicht stimmt. Okay. Wie dem auch sei. Was wir vielleicht brauchen können, ist Gast ohne Passwort.
So, die Information für nächste Woche, damit ich es nicht vergesse. Und ich bin dann gleich wieder da.